White Russians. Und man Trennies bestraft. Nee, ich muss ja fair sein. Habe ich ja so verdient, ne? Also, beziehungsweise Billy hat es ja schon verdient, dass sie da auf die Fresse gekriegt hat, weil, ne? Hätte man vielleicht anders lösen sollen. Es sind noch ein paar kleine andere Sachen aufgetreten während der Sache, die nicht ganz so gelaufen sind, wie es hätte laufen können. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Alles am Arsch. Jetzt ist alles weg. Jetzt heißt erstmal den Scherbenhaufen auflesen und schauen, wie man sich dann weiter orientiert. Ja, wie man sich weiter orientiert, das werdet ihr dann heute in der Episode hören können. Also ihr könnt euch ja vorstellen, wie Billy auf die ganze Angelegenheit reagiert. Schwer zu sagen, ne? Ich glaube, ich lasse euch doch einfach mal reinhören, was jetzt genau abgeht. Ihr könnt euch ja im Endeffekt schon denken, was passieren wird und worauf es hinausläuft. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, hier ist die neueste Folge, die Episode 3, Session 9, nicht ohne Grund alles weg genannt. So, wollen wir jetzt endlich mal... Wir sind doch schon dabei. Und dann los geht's. Du hast uns ja mittendrin unterbrochen bei der letzten Session. Jojo hat Billy in den Arm genommen. Und Billy weint. Oh nein. Jojo setzt sich mit Billy hin. Bitterliche Himbeerstränen. Jojo lässt Billy erstmal weinen. Das dauert, mein Freund. Meine Freundin. Jojo hat Zeit. Hat sie? Ja. Es war eine Scheißidee. Was alles war eine Scheißidee? Alles ist weg. Oh Gott, das klingt so geil. Das kommt nicht auf Soundboard, Freundchen. Nee, kommt's auch nicht. Hier habe ich aber ein Veto. Warte mal, die kriegt erst noch diesen Schüttelheulanfall. Oh Gott, du klingst gerade wie... Keine Ahnung. Beim Sex, Bonobo beim Masturbieren. Was? Bonobo beim Masturbieren. Ja, Bonobo beim Masturbieren. Ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Bonobo masturbieren gehört. Ich auch nicht, aber so stelle ich mir vor. Ja, Jojo ist geduldig. Sie ist zwar ein bisschen zappelig, aber sie ist geduldig. Weil sie nebenbei mit dem Jojo spielen, während sie dich tröstet. Tolle Freundin. Nee, das macht tolle sie nicht. Das ist aber eine gute Idee. Darf ich ja auch mal mitspielen? Ich hab ja nichts mehr. Alles weg. Okay, pass auf. Die haben doch auch garantiert, Entschuldigung, ganz kurz, die haben doch auch garantiert meinen Bankaccount eingefroren, alle. Die haben wahrscheinlich alles eingefroren. Willst du auf deinen Bankaccount gucken? Ich denke, das ist momentan keine gute Idee, bevor Felix sich nicht gemeldet hat. Also, es wäre... Richtig schlechte Idee. Nein, es wäre eigentlich ungefährlich. Eigentlich ist es ungefährlich. Ja, nee, für meine Gesundheit wahrscheinlich nicht so. Für deine geistige. Ja, meine ich doch. Für meine Moral, die sowieso jetzt auf Gen minus 50 Fahrenheit gefallen ist. Dann, ja. Dann ja, was? Mir ist es egal. Wenn du drauf gucken willst, irgendwann natürlich ist der eingefroren. Ja, ich gebe Jojo und sag, guck mal auf meinen Bankaccount. Was denn? Ist das oh. Was ist noch übrig? Nichts mehr. Pass auf. Was? Jetzt mal ganz ruhig, okay? Nein. Doch? Nein. So, du kommst jetzt erstmal mit. Wohin? Zu mir. Warum? Hä? Warum? Warum? Du kannst auch hier bei Felix bleiben, wenn du möchtest. Nein, ich will nicht von hier weg. Du willst nicht von hier weg? Nein, ich will nicht von dir weg. Siehst du, dann fahren wir jetzt zu mir. Okay. Gut. So, du hast bestimmt noch ein paar Klamotten bei mir, oder? Meine Kleider. Du hast doch bestimmt noch ein paar Klamotten bei mir, oder? Zumindest von deiner letzten, ich glaube, die hast du bei mir gelassen. Ich weiß nicht, vielleicht vom Grubenkampf. Das könnte sein. Ich glaube, du hast auch noch irgendwie was anderes bei mir rumfliegen. Du warst so oft bei mir und hast so, ich habe ein paar Sachen für dich mitgewaschen. Doch, du hast auf jeden Fall noch Sachen bei mir liegen. Ansonsten fahren wir jetzt los und besorgen dir erstmal was Neues. Naja, vielleicht ein bisschen später. Aber ich habe doch gar kein Geld mehr. Ja, aber ich. Oh, ich will dir nicht auf der Tasche liegen. Ja, das passt schon. Du liegst mir nicht auf der Tasche. Und, so, genau. Wir fahren jetzt erstmal zu mir. Und dann möchtest du irgendwas haben? Tee, Kaffee, Schokolade, irgendwas anderes? Fanta? Schokolade. Schokolade und Fanta, alles klar. Lohnt sich jetzt eh nicht mehr dünn zu sein.
Wir halten an zwischendurch auf dem Weg und gehen ganz viel Schokolade kaufen, Chips kaufen und Schokoeis kaufen. Ja, mit Flakes drin. Mit Flakes drin und Sahne und Vanillesoße. Wenn ich das Arschloch wäre, für das, als das mich mal bezeichnet, dann würde ich jetzt haben sagen, keine Fanta. Für zwei Leute einkaufen. Also das musst du dir jetzt aber schön abziehen, das ist kein Lebensstil, aber das tue ich nicht. Dafür schränke ich dann meine Feierwut ein bisschen ein. So, aber so wie er sich jetzt gerade angehört hat, hat er gerade schon drüber nachgedacht gerade eben. Ja. Moment, also ich lebe es kam nicht von ungefähr. Okay, Entschuldigung. Moment, ich muss zurück meinen Charakter. Okay, ich bin wieder da. So, Jojo geht erstmal dick einkaufen. Unter anderem auch eine Flasche Schnaps für Billy. Eine Flasche Wodka. Ja, bitte. Zwei Flaschen Wodka. Dann fährt sie zu sich selbst. Sucht erstmal die Dingens zusammen hier, die Billy Sachen und sowas, damit sie erstmal so zu gucken kann, was sie überhaupt so noch von Billy hat. Also auf jeden Fall die Klamotten zum Beispiel, wo ihr die LSD-Action hattet, weil die ja, du hast auf jeden Fall mitgewaschen wegen der ganzen Senf und was weiß ich hier, Erdnussbutter-Action, die Grubenkampf-Klamotten und lass es noch was irgendwas anderes sein. Wahrscheinlich auch. Also, ja, minimal. So also, ja. So, siehst du, zumindest ein bisschen was hast du noch hier. So, zum Zweiten können wir bestimmt nochmal gucken, was bei den Bullen ist. Weil teilweise hat man da entweder die Möglichkeit, dass du in deine eigene Wohnung, dass ich vielleicht oder wir in deine eigene Wohnung, ich komme nicht in dein Gebiet rein, verfickte Scheiße. Aber Felix ist doch gerade da. Okay. Vielleicht weiß er ja was. Naja, je nachdem, was das für Bullen sind, kann er denen vielleicht wenigstens ein bisschen Kohle zustecken und dann kriegst du einen Teil deiner Sachen. Gott. Alles am Arsch. So. Dann müssen wir gucken, wo du die nächsten Tage bleibst. Kann ich bei dir bleiben? Du kannst auch erstmal bei mir bleiben, ja. Aber ich warne dich vor, ich bin anstrengend. Es ist mir schon... Das zweite, das, also schon manchmal, ne? Gut. Natürlich kannst du bei mir bleiben. Danke. Überhaupt kein Problem. So, das heißt, wir müssen jetzt ein paar Dinge gucken. Zum einen, wie kriegen wir zumindest einen Teil deiner Sachen zurück? Wir können auch später dir erstmal noch was besorgen oder dir was bestellen oder wie auch immer du das gerne machen möchtest. Zumindest sollten wir uns jetzt in der nächsten Zeit erstmal aus naja, gut kontrollierten Gebieten raushalten, denn so wie ich das verstanden habe, ist deine Sinn zumindest jetzt erstmal futsch. Und dann gucken wir, was wir langfristig mit dir machen. Ich meine, du brauchst eine Möglichkeit, zum einen an Geld zu kommen und deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Du kannst natürlich so lange bei mir bleiben, wie du möchtest und wie du musst und so weiter und so fort. Du weißt schon, was ich meine. Und dann, ja, was anderes fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Ich weiß nicht, möchtest du mit Wally telefonieren oder lieber nicht? Was soll ich ihr denn erzählen? Na, was passiert ist, früher oder später kriegt sie sowieso raus. Oh Gott, wenn Felix plappert, aber was soll ich ihr denn sagen? Die weiß das doch gar nicht. Was weiß sie nicht? Na, dass ich hack. Dann ist jetzt Zeit, mal mit der Wahrheit rauszurücken, vielleicht? Fuck. Wie lange kennt ihr euch jetzt schon? Naja, schon ein paar Jahre. Vertraust du ihr? Natürlich. Warum erzählst du es ihr dann nicht? Weiß nicht, weil wir nie so miteinander reden mussten über sowas bis jetzt. Die Frage ist, willst du es ihr erzählen oder willst du es ihr lieber nicht erzählen? Und na, Felix wird jetzt sowieso schon erzählt haben, dass ich aus meiner Wohnung raus bin, wenn dem jetzt noch was passiert mit dem Bullen oder so irgendwas, was weiß ich. Dann solltest du vielleicht sofort mit ihr sprechen. Scheiße. Du bekommst einen Link von Felix zu seinem Vlog, den er manchmal macht, wo er halt einfach irgendwo bei irgendeiner Situation über irgendwas rantet. Er regt sich dieses Mal passend, weil das ihm gerade so zufällig aufgefallen ist, über das unmögliche Verhalten der Polizei auf. Was du siehst durch halt Vlog ist ja dann schön mit Augenkamera und so ein Gedöns oder mit irgendwas ähnlichem. Zwei Polizisten, die nicht unangenehm aussehen. Der eine,
beruhigt gerade irgendwie deine Nachbarin mit dem kleinen Kind in ganz freundlicher Manier, dass das nicht irgendwas gefährlich ist, dass das sie keine Sorgen machen braucht und bla bla bla. Echt so ein, scheint eigentlich ein netter Typ zu sein. Das sind ja auch nicht die Bullen, die in C-Gebieten rumrennen, die irgendwie hart bewaffnet sind und was. Die sind einfach nette Typen von dem, autoritär, aber nette Typen von dem an. Der ist da ganz beruhigend und freundlich und wirklich ein totaler Sympathieträger. Ich glaube, der wird dir auch höchst sympathisch. Der andere, sein Kollege, räumt gerade Kisten, drauf steht Beweismittel in ein Auto. Eine Drohne steht vor deiner Tür. Wird über AR eingeblendet halt, dass das ein Tatort ist und Zugang und was weiß ich und bla. Es ist auch ein verlorenen Hansel da rumlaufen, so spurensicherungsmäßig, der da alles abklopft und so weiter, gerade deine Waffe findet im Auto. Ja. Das ist der Fall. Machen die eigentlich eine DNA-Analyse von ihr? Weiß ich nicht. Sagen wir es mal so. DNA-Tests werden deutlich schneller und billiger sein und es wird wohl ein Fitzchen DNA irgendwo eventuell in ihrer Wohnung zu finden sein. In seiner Wohnung? Jojo. Was denn? Soll ich mal den Popo Dorkulus anrufen, was der meint, was die mir aufbraten können für illegalen Waffenbesitz? Ich kann ja... Moment. Weswegen klagen die dich jetzt eigentlich vielleicht genau an? Also was hast du da alles in deiner Wohnung? Ja, ich habe ein bisschen Speed und die Waffe. Okay, und das, weswegen sie dich überhaupt gefunden haben, also Hacking. Ja. Na, so, dass deine Sinn definitiv ein kriminelles Verzeichnis-Dings kriegt, ist klar, oder? Ja, das ist wohl wahr. Na, wie gesagt, die Frage ist, willst du mit Popadoculus, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, reden? Willst Popadoculus. Du mit Willst du mit beiden reden, weil der Typ kostet halt auch wieder Geld. Ich meine, klar, ja. Ich gebe dir das und das ist überhaupt kein Ding, aber überlegst dir, ob es sich lohnt. Also, ich denke, ich werde, was du gesagt hast, machen und mit Wally erstmal reden. Und die kennt sich doch bestimmt besser aus. Also ich meine, ich kenne mich ein bisschen aus und für den Waffenbesitz kriegen sie dich auf jeden Fall dran, wobei du hast nur die eine kleine Knarre und das ist, glaube ich, nicht Gel. So wild. Ja, okay, das ist halt illegaler Waffenbesitz, ne? Ich meine, da gibt's halt ein bisschen was für, aber das könnte zumindest dazu führen, dass sie anfangen, tiefer zu buddeln. Ich hab die Waffe benutzt, als wir bei Zenith rein sind. Ich weiß aber nicht, ob sie das anhand der Gelmunition noch nachvollziehen können. Ich glaube, anhand der Gelmunition geht's nicht. Du hast ja keine andere Patrone benutzt. Nö. Die Waffe hat Smartlink und verbindet sich mit der Matrix. Ups. Ah, okay, das weiß Jojo das? Doch, das weiß Jojo. Es ist extrem schwierig und aufwendig. Theoretisch könnte man unter Umständen, wenn man sich anstrengt, Querverweise finden zu Orten, wo die Waffe war. Das ist aber sehr, sehr aufwendig und du musst halt immer bei den Knoten, wo die sich quasi eingeloggt hat, musst du quasi sagen, hey, ich möchte gern das und das File haben und bla und das muss rechtlich geklärt sein. Okay, das werden die nicht machen. Ja, das ist bei Sachen, wenn ihr dann mal später, weiß ich nicht, Lofwür irgendwie eine Schuppe stehlt, dann wird sowas mal gemacht, aber... Okay. Toll. Unnötiges Wissen gerade mal in den Podcast eingestreut. Du hattest schon mal kurz einen Schweißausbruch. Ich lieg hier auf der Couch nackend, weil ich gerade schwitze. Ich kleb am Leder fest, mein Freund. Das sind die Wechseljahre. Nee, da bin ich noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. So übermorgen oder so bin ich da. Okay, also wie gesagt, dann, Hacking habe ich keine Ahnung, was sie dir da aufbrummen können. Aber da können wir doch im Endeffekt gar nichts nachweisen. Ich habe ja nicht mal ein Deck. Vielleicht hat ja jemand gefaked, dass ich Ende meiner Wohnung war. Ja, das mag sein. Theoretisch besteht diese Möglichkeit. Aber bist du wirklich willens und dazu in der Lage, vor Gericht zu beweisen, dass du nicht gehackt hast, dass du das nicht diejenige warst? Ich meine, das Deck kannst du auch irgendwo versteckt haben. Ich meine, Wohnung. Felix über Nacht. Ich war doch die ganze Zeit mit Felix. Ich habe doch ein Alibi. Ja, glaubst Peli, du denn, du wohnst in einem B-Gebiet. Dort sind überall Kameras zu deinem Schutz. Auch in deiner Wohnung, ne? In der die sind. Ja, aber ich hab doch gar nichts gemacht. Ich lag doch nur auf der Couch, das sieht man doch ganz klein ganz im Video. Ganz zufällig, und ganz zufällig, als dann der Typ was gemacht hat, bist du komisch rumgehüpft. Ich bin nicht rumgehüpft, ich bin nur einfach eingeschlafen. Ja, runtergeplumpst halt.
Ja, ganz normal eingeschlafen. Ich habe manchmal so Krämpfe beim Schlafen. Naja, also wie gesagt, mit so Hacking-Kram kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also was sie dir da noch aufdingsen können, weiß ich nicht. Das Kenne Einzige, mich mit was Hacking auch Felix. nicht aus. Okay, das ist schlecht. Ich dachte, du kennst dich damit aus. Naja, egal. Na, ich kenne Wurscht mich schon jetzt. aus. Auf jeden Fall, naja, vielleicht hat Felix die Möglichkeit, dass einer der Beweismittelkartons möglicherweise noch verschwindet, zumindest der, in dem vielleicht ein paar Klamotten oder ein bisschen was anderes drin ist. Würde halt ein bisschen Geld für auf den Tisch legen müssen. Dann versuche es es wert. Sag ihm das mal. Und gib mir eine Möglichkeit, wo ich ihm das gegebenenfalls hin überweisen kann. Ja, ich schicke eine Message an Felix mit dem Inhalt, er soll doch mal schauen, was er dem Bullen abluchsen kann und vielleicht mal rausbekommen, was genau da passiert ist und der Anklage und so weiter. Als erstes kommt die Frage zurück, ob du eigentlich wahnsinnig oder bescheuert bist, Komma Bitch, Fragezeichen. Und Sowohl als auch. er wird das nicht tun. Dann machen wir uns auf den Weg zu Wally jetzt. Jojo, bitte. Okay, dann bringe ich dich hin. Willst du mein Auto haben und alleine fahren oder soll ich mitkommen? Ich kann auch die Bumsmurmel nehmen. Oder so. Mir ist das egal. Möchtest du, dass ich mitkomme oder nicht? Ich glaube, ich muss den Weg alleine beschreiten. Na dann, hier sind die Schlüssel. Dankeschön. Du schaffst das. Na komm, Jojo drückt dich noch einmal und Ja, Billy ist aufgelöst komplett. Die ist jetzt. sicher, dass ich dich nicht bringen soll? Na, der Pilot kann mich ja fahren. Wenn du mit willst, dann fährst du mit, aber das Gespräch mit Wally muss ich alleine machen. Na, dann muss ich auch nicht mitkommen. Das ist halt, naja. Der Pilot kann dich nicht fahren. Ah, hier geht's nicht, stimmt. Dann musst du mich fahren. Jetzt wahrscheinlich. Ich kann doch nicht fahren. Okay. Dankeschön. Du kannst ja was essen bei Wally. Ja, Jojo setzt sich verfrachtet Billy ins Auto und fährt mit ihr dahin. Wenn sie immer noch Kotze auf der Kleidung hat, bringt sie sie vielleicht noch dazu, sich ein anderes Nee, T-Shirt anzuziehen. ich hab doch bei Felix mich gewaschen. Voll der Gang nach Canossa. Ja, also du steigst bei Jojo ins Auto und ihr fahrt dahin und es ist auffällig, wie unbequem die Sitze von Jojos Auto im Gegensatz zu einer Limousine sind. Das ist einfach. Halt doch Junge, die Junge, Fresse! Junge. Ach schön. Habe ich doch noch deine Waffe bekommen. Ist ja voll witzig. Guck Also, mal, wie viel Spaß der Spielleiter hat. ah, Echt. der Lass liebt mir auch es. einmal. Einmal hätte ich auch ein Ja, bisschen Spaß. ich sag doch gar nichts. Er kommt an und Das war Billy nur für den kann. Racquetball. Das war nur, weil ich gesungen habe Racquetball. Deswegen Dafür krieg ich hättest du es jetzt. auf jeden Fall verdient gehabt. Ja, deswegen. Ich sag ja, das ist Karma. Ich hab's verdient, deswegen. Deswegen ist Gut. das jetzt alles so gekommen mit dem Patzer und ich habe es auch noch selbst gesagt. Ich hätte ja die Fresse halten können, hätte sie nicht gesehen. Ja. Ja, das Würfeltool ist ganz schön spielleiterunfreundlich. Ja, man Also. muss halt gucken. Bei 6 Würfeln wirst du noch gucken können, ob da 3 Einser kommen, oder? Ja, aber ich muss ja auch noch die ganzen anderen Shit im Hintergrund machen und denken, Junge, du musst bloß einen Wurstgesicht Wurf machen, du Wurstgesicht. Du gehst zu Walli und du kommst ins ist aber. Büro. So. Ja, sie blickt erstaunt, gar besorgt auf, als sie dein aufgelöstes Gesicht sieht. Verfrachtet dich in den Sessel und was macht man noch als beste Freundin? Nimmt man sich in den Arm, weil die ist bestimmt nicht so eine in den Arm nehmen. Also so eine Schulter-Rücken-Massage ist doch was Gutes. Ein Likörchen oder ein Jäckchen stellt sie ihr hin wahrscheinlich. Ja, sie gibt dir ein Jäckchen und gießt dir ein Likörchen ein. Sie gibt dir Zeit, dich Ein zu Jäckchen wie sammeln. ein Konjäckchen. Dann brauche ich noch ein Likörchen oder was? Brauchst auch ein Jäckchen, weil es gar kühl ist, wenn du so zitterig da sitzt. Ich habe das mit dem Cognac nicht gerafft, ja. Ich merke schon. Okay, das wollte ich jetzt aber. Hat sie schön überspielt. Nee, hab ich nicht, aber egal. Ich wollte nett sein. Wally. Ich hasse Zeit. Billy, wenn du so ankommst, natürlich. Ah! Sibylle, wenn du so ankommst, habe ich natürlich Zeit. Was ist denn passiert? Ich muss mal mit dir Tacheles reden. Ich muss mal reinen Tisch machen. Wally, ich hab Mist gebaut.
Was ist denn passiert? Ich hab von zu Hause gehackt und bin gefickt worden. Also richtig. Felix hat gerade bei sich den Videofeed laufen, wie es in meiner Wohnung aussieht. Die Bullen sind gerade bei mir vor der Tür, haben die komplette Bude leergeräumt, beziehungsweise sichern gerade Beweise. Und ich bin auf gut Deutsch momentan vogelfrei. Sibylle, ihr Gesicht verhärtet sich gleich einer Marmorstatuette. Mhm. Wieso hast du, was hast du denn gehackt? Ich wollte einen Host rein unbedingt, weil es da Sachen gibt, die mich interessieren. Okay. Welcher Host ist es denn wert, dafür so ein Risiko einzugehen? Fletcher. Eigentlich nichts Großes. Die machen Elektrokram. Ich wollte da ein paar Pläne rausziehen. Okay, und wofür brauchtest du Pläne? Ich wollte einfach nur einen kleinen Bruch machen. Wie bitte? Du hast mich schon verstanden. Jetzt bitte du lass wolltest mich nicht einen kleinen Bruch machen. Richtig. Bei diesem Fletcher-Elektronik-Dings. Ja. Warum wolltest du einen kleinen Bruch machen? Weil ich Kohle brauche. Jetzt mehr als zuvor. Wieso brauchst du Kohle? Weil ich Kohle brauche. Sibylle? Ja. Wieso brauchst du so viel Geld? Für dein Auskommen ist doch besorgt. Nicht ausreichend. Inwiefern nicht ausreichend? Na, insofern, dass ich halt nicht genug hab, einfach. Wofür brauchst du denn so viel Geld? Für Zeug. Zum Beispiel für Sinn. Die Sinngeschichte. Da kamst du auf die Idee, einen Bruch zu machen. Wieder mal. Wieder mal? Mhm. Kannst du mir... Was denn noch so für Brüche? Erzähl doch mal. Das Polizeigebäude? Davon weiß ich, das war einigermaßen nötig, weil diese kleine Lachpalme dich ja in was reingezogen hat. Okay, was noch? Zenit? Zenit? Was Zenit? Na, was da passiert ist die andere Woche, am 1. zum 2. Mai. Du verarschst mich. Nein, die Tussi, die da geschossen hat, das war ich. Du? Ja. Hast dich abgeseilt, irgendwelche Daten gestohlen und auf 2 Menschen geschossen? Yep. Weil du Geld brauchtest für die SIN. Ja. Und das, obwohl dieser Anwalt das eigentlich geklärt hatte und deine SIN funktionierte in deinem normalen Leben. Das willst du mir sagen? Ja. Und es kam dir nicht in den Sinn, an keiner Stelle, weil das ist jetzt wirklich schon lange und ich nehme an, das hat ein bisschen Vorbereitung gebraucht, um da irgendwie bei Zenit was zu machen. Kam dir nicht in den Sinn, mich vorher zu fragen, irgendwie, ob es noch eine andere Möglichkeit für dich gibt, Geld zu verdienen? Ich mach das nicht nur für mich. Sondern? Ich bin... Was willst du denn hören? Ich kann doch jetzt nicht erzählen, mit wem ich zusammenarbeite. Ich mach's nicht alleine und... Ja, aber du machst es, und wenn du Geld brauchst für deine Sinn, dann denk doch erstmal an dich. Es gibt doch 1000 Möglichkeiten für jemanden wie dich. Ich hätte irgendwas gefunden, Geld zu verdienen. Was denn? Ein Bruch? Ja. Bruch bei irgendwo, wo wolltest du denn jetzt einen? Bei Zenit, da wird geschossen, nicht mit Gel. Da hat keiner auf mich geschossen. Da hat keiner auf dich geschossen, weil du vielleicht Glück hattest? Vielleicht. Vielleicht. Dir fehlt eine Niere, nein, Milz. Dir fehlt die Milz, weil dir jemand ein Messer in den Rücken gesteckt hat und das war ohne Grund. Moment, das war eine ganz andere Geschichte. Das war eine ganz andere Geschichte und das hängt damit nicht zusammen. Aber nachdem das passiert ist, kamst du auf die Idee, dass es eine gute Sache wäre, wenn man sie auf sich schießen lässt, weil man einen Bruch macht. Weil jetzt sei nicht so böse zu mir. Was habe ich denn verbrochen jetzt immer ohne Witz? Also ich meine, was habe ich denn überhaupt? Ich habe doch nichts. Ich habe keinen Job, ich habe keine Ausbildung, ich bin... Was bin ich denn? Dieses Gespräch hatte ich schon mal mit Rolli. Du kannst... Dinge mit der Matrix, die niemand kann. Ich hätte irgendwo was gefunden. Wir hätten irgendwie gesehen, dass du irgendwie Geld verdienst. Es hätte eine Möglichkeit gegeben. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Nee. Auf dem Weg wollte ich nicht. Was hättest du mir denn angeboten dann? Mir fällt aus dem Stegreif gerade jetzt nichts ein, aber wir hätten was gefunden. Das hätte doch Zeit gehabt. Vor allem, weil deine SIN doch funktionierte. Du brauchtest doch keine neue. Ja, ich nicht. Das ist richtig. Ich verstehe und ich schätze es.
dass du stolz bist und sagst, ich will meine Sachen regeln. Das ist richtig. Aber wie lange kennen wir uns? Lang genug. Okay, Aber wie denn. wärst du denn drauf abgefahren, wenn ich dir gesagt hätte, ich möchte in irgendwelches schiefes Business? Hätte ich dich in schiefes Business gepackt, was ungefährlich ist, wo niemand deinen Namen kennt, was über mich läuft oder über irgendjemand anderen, vielleicht nur ein Nickname und dich nur aus der Matrix, wo niemand die Möglichkeit hat, dich abzuknallen und was weniger gefährlich ist, irgendwo einzubrechen. Wenn man es richtig macht, ist es auch ungefährlich. Was weißt du denn von richtig machst? Du hast mir jetzt von zwei Sachen erzählt, wo du irgendwo eingebrochen bist und erzählst mir jetzt, dass die Bullen bei dir zu Hause sind. Richtig machen. Ich wüsste nicht, wie es richtig ist. Woher willst du wissen, wie es richtig ist? Durch Erfahrung. Die du ja nicht hast. Die bekommt man nur Learning by Doing. Ja, oder man stirbt dabei oder man wird festgenommen. Willst du im Gefängnis verrotten? Okay, möchtest du mich jetzt einfach nur vollpullern, dann kann ich jetzt wieder gehen. Dann danke ich dir recht herzlich für gar nichts und wünsche dir ein schönes Leben. Oder aber... Ich muss erstmal runterkommen. Okay, pass auf. Ich werde nicht unterstützen, auf gar keinen Fall, dass du irgendwelche Brüche machst, wenn es andere Möglichkeiten gibt und die finden wir. Aber jetzt ist die Scheiße gelaufen und jetzt nächster Schritt, was auch immer sie gefunden haben. Was ist das genau? Die werden wahrscheinlich ein bisschen Speed gefunden haben und meine Knarre. Und das Hacking-Ding. Ja, natürlich das Hacking-Ding. Und bei Zenith hast du keine Spuren hinterlassen, die irgendwie in Verbindung stehen könnten. Nee. Keine Arbeitskleidung, keine irgendwas, keine Daten. Nee. Nee. Die Waffe. Dies. Nur die Waffe. Keine abgeseilt, die Kletterausrüstung. Die ist nicht bei mir. Bist du. Wieso ist die nicht bei dir? Die ist im Auto, im Bumsbuddy. Das ist richtig. Bist du mit deinem Auto dahin gefahren? Jetzt musst du mich erinnern, das weiß ich nämlich tatsächlich nicht mehr. Ich tipp Teilweise ja gegen. zur Arbeit, ihr müsstet ja mit getrennten Autos kommen und der Bumsbulli Ja. passt nicht dahin. Bei der Aktion selbst sind sie mit Julius auch Jojo, gefahren. ja. Das ist völlig Hast du irrelevant, weil recht. ihr ja vorher gearbeitet habt, weißt du? Ja. Okay. Ich werde mit diesem Spinner telefonieren. Okay? Papadokulus. Genau dem. Ich arbeite das Geld ab. Wie auch immer das dann aussehen wird. Da musst du nichts abarbeiten. Der wird sich die Hälfte von dem einstreichen, was die Bullen von dir konfiszieren. Wie viel hattest du auf dem Konto? Fünf, ja, fünf. Da kannst du davon ausgehen. Das wird noch ein bisschen mehr, Outgames wird noch ein bisschen mehr gewesen sein wegen deinem Lebensstil, ne? Ja, gut, klar, aber Ja, was klar, ich jetzt auf dem du nennst halt Karton die habe, ist Zahl, das ist schon fünf. okay. Da werden sich die Bullen doch bestimmt selber 70% von einstreichen. Das weiß ich ja nicht, ich hatte noch nicht so einen Ist Fall. ja okay. Das heißt, Okay. Ich will dich nicht nur sinnlos ankacken, aber ich bin auf 180, weil es total unnötig war. Aber Wally, verstehst du denn nicht, dass ich mein eigenes Leben bestreiten will und meinen eigenen Weg finden will? Ich meine, du hast ja auch nicht so angefangen und Boris auch nicht. Ihr braucht mir keinen zu erzählen, ich kenne die Geschichte. Und Scheiße halt. Hast du nie Scheiß gebaut? Du kannst mir nicht erzählen, dass du nie Scheiß gebaut hast. Natürlich habe ich Scheiße gebaut und ich habe dafür die Quittung bekommen. Und hat dir da keiner geholfen, wenn dir da was passiert ist? Natürlich, aber darum geht's doch nicht. Es geht darum, dass du jetzt hier deine Quittung bekommst und du bekommst sie von mir. Was soll ich denn sagen? Super? Nee, natürlich nicht. Ich habe auch eigentlich mit Schlimmerem gerechnet. Mann! Naja. Weiß jemand davon? Jojo und Felix. Hat sie dich da reingezogen? Nein. Okay. Jojo Felix ist werde ich ein reden. gutes Mädchen. Und Felix hat mir den Arsch gerettet, weil ansonsten hätte Felix mich nicht gefunden, dann hätten die Bullen mich direkt am Schlawiner gehabt. Gut. Ich quatsch mit dem Anwalt. Und wo bist du nächste? Dann ist es hin. Wo willst du jetzt erstmal pennen? Ist bei mir pennen? Ich wäre bei Jojo untergekommen ansonsten. Wie du möchtest. Ja, ich hatte mit Jojo schon geredet. Ich wusste ja nicht, wie du reagierst. Und das, also tut mir leid. Ich habe jetzt nur, also Ich vielleicht. habe dich angekackt und ich werde bestimmt dich noch irgendwann mal ankacken, aber das heißt nicht, dass ich dir jetzt nicht helfen werde. Danke. Überleg dir es halt einfach. Am besten, du wartest hier mal noch ein wenig. Eine Ja. halbe Stunde oder sowas und ich versuche den zu erreichen. Okay. Gibt es noch irgendetwas außer einem Bruch, was du irgendwo gemacht hast, was wichtig ist?
Wie, nee. Okay. Ist das nicht genug? Doch, es ist mehr als genug. Alles klar. Die Aktion mit dem Fleischer war wirklich unbeabsichtigt. Da seid ihr reingezogen worden. Ja. Okay. Also das, klar, ne? Ja. Das ist scheiße gelaufen. Ja, das wollte ich noch. Das war nicht geplant oder nicht ausgemacht. Das war Kurzschlussreaktion vom Feinsten. Ja. Gut. Ich sag dir Bescheid. Okay. Ich warte dann unten im Foyer. Sie kippt dir nochmal ein Jäckchen ein. Jäckchen hier, schönes Jäckchen. Richtig. Dankeschönes Jäckchen. Übrigens macht mir das sehr viel Freude, mal so ein bisschen auszurasten, ne? Ich merke das schon. Ich verhalte mich auch sehr ruhig und brav. Versuche. Ich finde so oft die Möglichkeit dazu, Spielleiter. Wieso ja, aber hier? Ich finde es an der Stelle einfach. Macht mir noch mehr Spaß. Es ist auch ein bisschen witzig. Gut. Ist es jetzt? Ist ja auch wieder auf meine Kosten, ne? Erst die Milz wegnehmen, dann den Pelz, dann Auto, die Wohnung, den Lebensstandard, alles wegnehmen. Richtig. Alles, was ich mit dem Juten Karma bezahlt habe beim Erstellen, ne? Sorry, Bro. Ja. Ist doch witzig, ist doch wunderbar für die Spieldramatik, ne? Ja, alles. Dramatik ist ja. Hä? Nicht? Ja. Ist doch dramatisch. Komödiantik könnte man es auch nennen. Wieso Komödiantik? Weil wir generell eher nicht zur Dramatik neigen, sorry. Och nö, also wenn du irgendwelche Wasser in irgendwelche Pötte füllst und dann irgendwelche SCs übernimmst. Das ist keine Dramatik, das war auch komödiantisch. Das war komödiantisch dargestellt, wie man schlecht Spiel leitet. Erziehungsmaßnahmen und so. Richtig. Oh, ich habe daraus sehr viel gelernt. Dass du mich immer verprügeln musst, damit ich das mache, was du willst? Richtig. Ah, okay, stimmt. Also das heißt, ich muss wieder nach Deutschland ziehen. Ich habe euch. Du machst einen Deal mit Flummi. Oh, ich mach das lieber selbst. So. Hm. Ich habe übrigens gar keine Zeit für so eine Tischrunde. Ja. Oh, ich bin ja wieder krank an dem Termin. Es tut mir ja so leid. Die Arbeit. Die Arbeit. Es gibt noch so viel ungesehene Pornos. Tut mir leid, das geht nicht. X-Hamster ist ja endlos groß. Danke für den Tipp übrigens. Lieber Zuhörer, X-Hamster, Juice kennt sich aus. .com bitte. Also Billy hat herunterhängende Schultern und ihre Haare sind auch nicht voluminös wie sonst. Hängen die Ohren? Die Ohren. Sehr schön, das Bild. Bitte an die Fan-Community jetzt, wir haben ja keine Fans, wir haben ja nur Zuhörer, an alle Leute, die Billy noch mal so richtig hässlich machen wollte, bitte mal mit hängenden Ohren zeichnen. Wir können nicht erwarten, dass jemand zeichnen kann und sich die Zeit nimmt, so einen Scheiß zu machen. Komm. Okay. Wir bieten uns schon genug an. Dann muss ich es wieder selbst machen. Muss ich mir wieder selbst machen, ne? Richtig. Gut. Ja, kommt sie dann bei Jojo ins Foyer und setzt sich neben sie still auf einen Stuhl. Jojo tigert da rum und spielt mit ihrem Jojo und macht nebenbei was in der Matrix und hört dann wieder auf und so. Und sie blickt dann auf, als Billy kommt. Hey ho. Was denn? Mal gucken. Alles klar? Schauen wir mal. Jojo betrachtet sie instinktiv und sucht nach blauen Flecken. Wieso ein du Hund, findest der sie erstmal am Po abschnüffelt, oder? Ey, findest du übrigens einen. Was, wo findet die einen blauen Fleck? Blauen Fleck. Da, wo Billy sich den Kopf gestoßen hat. Nee, du findest einen. Also ihr rechtes Auge ist ziemlich rot geädert, das ist aber jetzt mit der Zeit geworden und sie hat so Tränensackmäßig da was Blaues. Die ist ja auch am Heulen die ganze Zeit. Ja, aber es ist auch tatsächlich richtig hämatomisch. Es sieht aber nicht aus, wie sie hat aufs Maul bekommen, sondern halt eher wie Dinge. Mhm. Du verstehst. Ja. Ich nicht. Technomancer K-Schaden. Ach so, das meinst du jetzt. Aber sie findet einen. Ich meine, sie ist ein Glückskind, da muss ich ihr mal was zugestehen. Dewey-Faktor. Moment, da wächst gerade einer jetzt, wo sie guckt. Jetzt, wo du sagst, da ist auch eine Warte!
Eine Brustwarze zwickt sie ihr nämlich rein. Das ist ein Tentakel. Das ist K-Schaden für Billy. Billy kriegt Warzen am Körper. Der Pisskopf schlagt dem Spielleiter nicht sowas vor. Nee, das ist selbst für uns zu lächerlich. Na, lächerlich. So, schlagen wir das Buch jetzt mal auf Seite 11. Ich meine, der Spielleiter mich schon gehäutet. So viel ekliger geht's dann auch nicht mehr. Es kommt nur, weil du aus der Haut gefahren bist, Kind. Ja, ich weiß, dass es noch ekelhafter geht. Tentakel? Du brauchst gar nicht sagen, Spielleiter. Und du brauchst, ach, Tentakel sind gar nicht so ekelhaft. Das kommt drauf an. Ich weiß es nicht. Ich bin ich noch möchte das jetzt nicht ausführen worden. Und ich meine jetzt auch nichts Sexuelles, aber... Ich bin noch nie tentakelt worden. Ich kann da nichts zu sagen. Da müssen wir wirklich Tischrunde machen. Das ist nämlich heimlich Cthulhu, das weiß bloß keiner. Ach so. Nee, ich bin nicht. Ach, Cthulhu ist doch... Alter, was? Das ist einfach Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Willst du jetzt wirklich noch was loswerden? Du willst deine Brüste loswerden? Also sag schon mal was gegen Cthulhu. Uruso Kotoshi? Du weißt? Ja. Okay, wir schweifen ab. Es tut mir leid. Ja, Billy kommt raus. Du entdeckst einen blauen Fleck. Pam! Ich bin traurig. Sehr traurig. Ja. Ja. Juju sitzt da und betrachtet sie, weiß aber gerade auch nicht so richtig, was sie machen soll. Weiß keiner so richtig. Das heißt wohl, wir lassen die Stunde rumgehen, oder? Gut. Und Billy schluchzt so vor sich hin. Selbstmitleid zerfließend wie Butter. Juju, ihr werdet durch die Gegend. Sie ja, hasst genau. Es zu warten. Es tut mir sehr leid, aber ihr werdet aus der Lobby wegverlegt. Ihr werdet in einen Bumsraum verlegt, der gerade nicht benutzt wird. Der auch, nein, der riecht auch nicht und so. Blas ist ja alles möglich. Aber weißt du, das ist nicht geil, wenn du kommst in den Edelpuff, da sitzt so eine heulende Blonde und so eine rumwurstelnde. das geht nicht. Die müssen auf ihr Dings achten, ihr kommt in so einen Bumsraum. Gut. Gut. Aber da kann Jojo jetzt ungehindert mit allen lustigen Sachen spielen. Und da gibt es jetzt auch lustige Sachen. Tentakel-Dildo. Oh yeah. Geil, so einen habe ich noch nicht. Du hast sowas? Ein Tentakel-Dildo? Ja, nee, eben nicht. Nein, Dildo halt allgemein. Komm mal, ach so, jetzt mal. Ja, klar. Es ist hier traurig. Du hast doch, sowas und ich nicht mehr. Ich wurschtel gerade mit dem Ding vor Billys Gesicht rum. Doingi, doingi. Siehst du, es ist gar nicht mehr so schlimm. Ist alles schlimm. Boing, boing, boing. Nach 45 Minuten kommt nach circa 46 Minuten und 27 Sekunden. Irgendwann wird das Spielzeug auch zu langweilig. Kommt Walle rein. Walle. Kannst Walle, du uns bitte. Walle, ja. Kannst du uns bitte kurz alleine lassen? Klar. Jojo geht raus. Sie wirft einen Blick zu ihm vorbeigehen, der dich mühelos auf eine Stufe mit Robin-Abfällen stellt. Jojo wirft einen Blick zurück, der mühelos besagt: Fick dich, du Schlampe! Wenn es mit so einem Blick bedacht wird. Cool. Bitchfight. Naja. Wally setzt sich halt neben dich aufs Bett. Knarz. Gib dir einen Cradstick. Was dort? Das ist, das, was möglich war. Was meinst du damit? Die Sin kannst du vergessen. Die ist weg. Ja, die ist nicht weg. So wie ich es verstanden habe, werden sie ungefähr einen Monat gucken. Wenn du auftauchst, nehmen sie dich fest. Je nachdem, wie das dann ausgeht, bla bla bla, ungünstig. Wenn sie dabei rausfinden, was sein kann über deine Begabung, könnte es sein, dass sie die zerstören. Also einen Monat lang nicht blicken lassen. Nach dem Monat wird es sich einfach kaum noch rechnen. Sie werden jetzt auch nicht so aktiv nach dir Ausschau halten, so wie ich das jetzt alles mitbekommen habe, sondern wenn... Es gibt ja Gesichtserkennungssoftware, das heißt, wenn du da auftauchst, wird das abgeglichen und, ne? Dann wird die Sin als kriminell markiert. Die ist also noch benutzbar, aber, also in Geschäften ist sie noch benutzbar, aber bei Polizisten, die dich mit dieser Sin erwischen, bist du natürlich immer noch als flüchtig ausgeschrieben. Und meine ganzen Sachen? Deine ganzen Sachen sind weg, das ist alles. Die Polizei hat offenbar kein Auto gefunden, aber offenbar steht jetzt ein Auto über gewisse Quellen zum Verkauf und Puppet Darkiel, der Typ,
hat dadurch das Spielenlassen einiger Beziehungen quasi einen Teil des Verkaufswertes rausgeschlagen. Der Rest ist weg. Mein Pelz? Dein Pelz ist weg. Es ist auch etwas, was sie vermutlich nicht als Beweismittel klassifizieren werden, sondern verhökern. Aber dein Pelz ist ehrlich gesagt unwichtig. Was ich jetzt wissen muss, Sibylle. Jetzt ist klar, was jetzt erstmal so ist halt, ne? Den nächsten Monat und vielleicht auch noch danach. Und jetzt brauchst du tatsächlich eine Sinn. Ist das mit Brüchen oder was auch immer der Weg, den du gehen möchtest? Jetzt schon dreimal. Dieser Arschficker. Ist das der Weg, den du gehen möchtest? Ja, verdammt. Okay. Ich werde dich dabei nicht unterstützen. Ich werde dich bei allen Alternativen unterstützen. Du kannst immer zu mir kommen, wenn irgendwie die Kacke am Dampfen ist. Du wirst jedes Mal einen Anschuss bekommen und je nachdem werde ich gucken, was geht. Ich werde aber nicht dir helfen, dich tiefer in eine Scheiße reinzureiten, die meiner Ansicht nach unnötig ist. Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, ich zu sein. Und dann willst du mir sagen, dass es nicht vonnöten ist. Hast du noch Alternativen gesucht? In dieser Welt, mit dem, was ich bin, gibt's keine Alternative. Du hast gerade selbst gesagt, wenn sie rauskriegen, was ich für eine Begabung habe, dann zerstören sie das, was ich bin. Weil du kriminell auffällig geworden bist. Ach, die hätten das auch so gemacht, wenn ich nicht kriminell aufgetreten wäre. Das ist Quatsch. Guckst du doch an, was man hört. Die irgendwo arbeiten. Ja, super, die werden vom Konzern ausgebeutet. Wunderbar, sehr schön. Natürlich, aber nicht jeder Technomancer. Natürlich muss man sich registrieren lassen, aber es wird nicht das Talent zerstört, solange du nicht auffällig wirst, solange du keine Straftat begehst. Aber weiter im Konzern gearbeitet, im goldenen Käfig, ne? Da gehöre ich hin. Nee. Wenn du nach Alternativen suchen möchtest, bin ich auf jeden Fall da. Bei allen anderen Sachen, die akut sind und was weiß ich, bin ich auch da. Und im Credstick ist auch noch von mir ein bisschen Geld, was dir erstmal über die Runden hilft. Wie viel ist es? Es sind... Gott, weißt du noch, was deine Karre wert war? Das müsste ich nämlich jetzt schnell mal nachgucken. Ich guck das Alter, die war scheiße teuer, war die. Eine Menge Asche. Die war scheißen Dreck teuer. Ja, dauert kurz. Die hatte sogar noch die Innenausstattung und die Tarnpanzerung und die Diebstahlsicherung. ja, die Tarnpanzerung. Ach doch, die hatte sie wirklich. Nein, hatte sie wirklich, Mann. Scheiße, stimmt. Ich dachte, sie hatte ja noch einen Schmuggelbehälter und Chamäleonpanzerung und dann hatte sie auch noch einen Raketenwerfer und einen Warpantrieb. Bitte mal nicht die diamantenbesetzten Verbrämungen vergessen. Richtig, und Kohlensäure. Audi Sigmo, 38.450 habe ich ausgegeben. Dankeschön, jetzt muss ich kurz rechnen. Ah, es gibt einen Taschenrechner, sehr gut. Jo, auf dem Credstick sind 7,5k. Kann ich mir einen Pelz wieder davon kaufen? Jojo, die Walli hat mir einen Credstick mit 500 Yen gegeben. Ich hoffe, das hilft dir, aber ich habe meinen Pelz wieder. Da ist kein neues Einkaufsschild drauf. Den konnte ich mir übrigens kaufen mit meiner Sin. Oh shit. Welcher Sinn? Ja, da fehlt also mir das jetzt ist, ganz schreib es dir auf, ich hab's mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich habe mir jetzt 7,5k aufgeschrieben. 8,5 waren es, oder? Was hast du gesagt? 8,5. 8,5, auch 8,5, ja wunderbar, mach ich auch. Nee, 7, doch, du hast recht, 7,5, wegen der Pelz, der war 7k. Ich habe gesagt, Alter. Ich hab auch 8,5 verstanden. Ne, es waren also 7,5, dein Pelz war nämlich genau 7, stimmt. Entschuldigung. Mein Pelz war versucht 5. Nicht mich zu bescheißen, ja. Mein Pelz war 5. Ja, dein Pelz war? 5000. 5? Ja, okay, dann 7,5. Ja, sie würde übrigens dann, Freundinnen klopfen sich nicht auf die Schulter, ne? Das ist, nee, sie gibt dir den Wangenkuss, den gehauchten, mit ein wenig Abstand, weil du ja gerade etwas, dünnhäutig bist. Und pissig. Sehr pissig? Sehr pissig. Dann mit etwas mehr Abstand und dann wird sie dich verlassen. Ich sag noch Danke. Ja, sie nickt dir so noch mal Abstand zu. Hat sie. Ja. Sie hat einfach nur Angst. Wer hat Angst? Na, Billy hat Angst vor Wally. Ich überlege mir jetzt gerade noch, ob sie nochmal mit Jojo redet. Möglich. Sie schließt die Tür, guckt sich kurz um, erblickt dich, scheint zu überlegen und geht dann weiter. Gut. Jojo sitzt irgendwo rum und baumelt mit den Beinen. Du kannst da auch wieder reingehen, wenn dir das beliebt. Ach so, Billy kommt raus. Lass uns hier abziehen. Bitte. Okay.
Wo gehen wir hin? Keine Ahnung, wo willst du nur hin? Brauchst du neue Sachen? Brauchst du jetzt irgendwas? Billy löst sich in Tränen auf und heult nur noch. Ich hab kein Zuhause mehr. Dann beschaff mir dir ein neues Zuhause. Wie wär's damit? Also erstmal Ich kannst hab du bei gar mir kein wohnen, klar, erstmal Geld. kommst du zu mir, aber dann beschaff mir dir jetzt einen Job. Als was denn? Naja, du kannst doch eine Menge. Kann gar nichts. Außer gerade eine Depri-Phase schieben. Na gut, das sei dir gegönnt. Jeder macht das mal. Weißt du was? Wir haben schon so viel Scheiße gekauft. Dann fahren wir jetzt auch zu mir und werden die verspeisen. Schokolade ist gut für die Seele. Hä? Hä? Schokoeis? Outtopic. Ich bastel jetzt Billy zu einer Nahkämpferin aus. Raid the Redemption, Alter, sag ich dir. Die wird jetzt Hardcore-Technomancer-Nahkämpferin. Die Oh, geht da jetzt nur fährt noch sie in. Fingerfertigkeit, da kann sie wenigstens Taschendiebin werden. Das ist praktisch, da kann sie die Da was? ID-Karten aus der Tasche klauen. Kannst du Das. mir kurz erklären, wie du von Nahkampf auf Fingerfertigkeit kommst? Ich weiß nicht, vielleicht Weil zieht ihr bei Nahkampf ihr. viel mit den Händen gemacht wird, ich über Hände an Finger denken musste, über Finger an Fingerfertigkeit und über Fingerfertigkeit an Diebstahl. Ach so, okay. Das Lass dir niemals von erscheint einer. einleuchtend. Lass dir niemals von einer Frau Gedankengänge erklären. Deswegen mache ich es ja nur bei Ganz. Flummi. Ach so. Ja. Das ist jetzt wieder nicht nett. Entschuldigung. Aber ich finde, du solltest mir jetzt alles hoch anrechnen, Flummi. Ich habe gerade ges das mit dir im Zusammenhang. Ne? Ich gestehe dir das immer noch nach wie vor zu. So bin ich. So bin ich halt auch. Kannst du bitte die Frequenz etwas senken? Ich hab alles verloren, alle. Diese Dreckspacke. So, komm, wir fahren jetzt erstmal zu mir Schokoeis essen. Ich hab, was willst du dazu haben? Ich hab, wir können heiße Kirschen machen, wir können. Willst du Eierlikör drüber? Ich kann mir das gar nicht leisten. Alter Falter, aber ich. So, Ich darf und den dann. Senf dann von deiner Wand lecken oder so bald. Ich kann irgendwo pusten Hallo, geht's dir gehen. noch gut? Was ist eigentlich mit Mahinas alter Wohnung? Kannst du nicht da drin erstmal wohnen? Weiß Zur ich Not. nicht. Bestimmt. Ach komm, das mache ich klar. Dann renovieren Flummi. wir die zusammen schön. Was denn? Flummi, es tut mir sehr leid, aber das ist fast einen Monat Boy. her, dass sie dort ausgezogen ist. Da ist schon jemand drin. Mist. Okay. Lass uns doch erstmal zu dir fahren. Ich kann ja im Bumsbulli Aber schlafen. ich hab, warte, 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 ich hab voll die Idee. Ich hab voll die Idee, was du machen kannst. Also, womit du dir zumindest erstmal einen Lebensunterhalt verdienen kannst, so grob. Die Leute sind ziemlich cool und da muss ich, glaube ich, mal telefonieren. Aber, oder hinfahren. Aber vielleicht kann ich das klar machen. Wann denn? Na, vielleicht, also. Du hättest wahrscheinlich mit Matrix-Kram zu tun, aber halt eher so mit Sicherheit. Aber die Leute sind halt ziemlich cool, so. Die sind ziemlich easy. Was denn, wo denn? Ich muss da erstmal anrufen. Und wenn ich das geklärt habe, dann kann ich dir Bescheid sagen, okay? Ja. So, aber wir fahren jetzt erstmal zu mir und dann setzen wir dich vor eine dicke Packung Schokoeis. Mit Eierlikör. Mit Eierlikör und Vanillesoße und heißen Kirschen. Und was willst du noch? Sahne? Sahne. Juju besitzt ein Glas echter Kirschmarmelade, ne? Das stimmt, aber das isst man doch nicht zu Schokoeis. Das schmeckt doch nicht. Aber mit heißen Kirschen ist das nicht fast das Gleiche? Wenn man das Man sagt erwärmt, du dazu kannst doch auch. auch Marmelade erwärmen. Nee, aber ich mische mich ja schon wieder ein, da bringe ich euch ja voll raus. Es tut mir total leid. Ja, machst du auch. Habe ich jetzt was gesagt? Nee, aber Flummi hat sich's gerade gedacht, die wollte schon ausholen. Ich habe schon die Mentalfatsche gespürt. Ich sag gar nichts mehr gegen den Spielleiter. Ich krieg alles Der weggenommen. hat Erst eine solche Milz, Angst. jetzt Mittelstand, bin ich runtergerutscht auf nix. Du Squatter. hast 8,5K auf dem Comlink, Alter. Ja, und nix mehr, Alle. Ich hab nix mehr. Ich Naja, hab das sind alle. immerhin 4 Monate Unterschichtlebensstil. 60.000 verloren, Alter. Es sind 4 Monate Unterschichtlebensstil.
Nochmal 60.000 verloren, Alter. Es sind 4 Monate Unterschied Lebensstil, den du hast. Freu dich doch lieber darüber. Warum kommt bei ihr jetzt schon wieder kein Anschluss hinter dieser Nummer? wegen Dinge positiv betrachten. Wann habt ihr euch eigentlich gegen mich verschworen? Ihr wollt mich wirklich loswerden, ich sehe schon. Nein! Wenn du nicht doch gleich aufhörst zu heulen, Alter. Ich muss doch aber heulen. Ich muss doch heulen. So, pass auf, du kriegst jetzt das Schokoeis und ich gehe jetzt was klären. Jojo telefoniert mal mit dem Master of Disaster. Kannst du bitte in irgendeiner Form präzisieren, was Komm, du gerade... Ah. Ja... Geht nicht ran, um Dys zu ärgern, nein. Bis Arsch, ey. Was gibt's? Du bist bestimmt jetzt erreichbar. Nee, ich hab abgenommen, um dir zu sagen, ist gerade ganz schlecht, ich bin in einem super wichtigen Meeting und das geht ich nicht. Ich hätte auch einfach meinen Anrufbeantworter machen halt können. Komm halt die Fresse, lass mich ausreden. Du fährst mir ins Wort. Ja, deswegen habe ich dir jetzt nochmal ins Wort gefallen und hab dir jetzt gesagt, dass du die Fresse Du hast mir ins Wort gefallen, aha. Ja, und sprechen verlernt. Was willst du, los geht's. Ja, pass auf, hast du irgendwie einen Moment Zeit, so dass ich mal irgendwie kurz rumhuschen kann und mal kurz reingucken kann? Schon. Gut. Kommst du rum, checkst du aus, bist du dabei, bringst du Freunde mit, Freunde, die richtig, 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 richtig viel Spaß haben. Kletterwand ist heute Kletterwand. Für geübte Leute auch Kletterwand mit Hindernissen, die dann so runterrollen ist ein bisschen, aber wir haben Sicherheit da. Hervorragend, kann ich eigentlich direkt mitbringen, gute Idee, wir können ja trotzdem kurz quatschen. Ach, sehr schön. Danke, du bringst mich gerade auf einen. Weißt du, wie unhöflich das ist, wenn du mit Leuten vorbeikommst und sagst, aber ich muss es noch mal ganz privat mit denen da sprechen, Alter. Oh, ich kenne Geschäftsführer, ich bin ja so geil. Alles klar, komm vorbei, das geht. Weißt du, keine Sau, dass du der Geschäftsführer bist. Nee, steht bloß da. Alles klar, geht los. Ach so, habe ich noch nicht gesehen, aber gut, egal. Würde man dir nicht anmerken, also insofern wird da keiner irgendwas denken. Ich habe Autorität. Du hast Autorität, aber keine Hinten Autorität. Links habe ich gerade nicht heute gefunden. So, jetzt komm halt vorbei. Los geht's. Ja, bis gleich. Check. Billy! Wir gehen jetzt klettern. Ich dachte, ich sollte Eiscreme essen jetzt. Ja, okay, du darfst noch eine Viertelstunde Eiscreme essen und dann gehen wir klettern. Klettern? Bist du bescheuert? Nee, pass auf. Vielleicht kann ich da was für dich machen. Zum einen würde ich das ablenken, zum anderen können wir da ein paar VR-Spiele spielen, zum dritten brauchst du da keine Sinn. Und zum vierten kann ich vielleicht was für dich deichseln. Du brauchst da keine Sinn, aber auf dem Weg dahin könnte es sein, ist dir klar, ne? Ist dir die ganze Zeit bewusst gewesen. Ach so, nö, weil ich da bisher immer ohne Probleme hinkommen konnte und keine Sinn habe. Stimmt. Okay, dann, ja. Nee, passt. Stimmt, du hast ja den... Ah, ich vergaß. Ja. Es tut mir sehr leid. Ja. Tut's eh nicht. So. Oh, eisgeil. Ich will auch. Julio nimmt sich einen Löffel, setzt sich daneben und löffelt auch Eis. Jetzt isst sie dir auch noch dein Eis weg, weißt du? Ja, hat sie auch bezahlt. Siehst du, jetzt geht das schon los. Ich wusste es. Das war Outtime. Nee. 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 So, Schnucki, Eis weg, du wirst sonst dick. Hinterher verfluchst du mich. Das interessiert doch eh keinen mehr, ob ich dick bin oder nicht. Ja, doch mich. Ich schau dich lieber dünn an. ja. Das ist Blödsinn. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, niemand mag dicke Kinder. Und du mochtest deine Mutter ja so sehr. Da hast du auch wieder recht. Ich habe auch nichts gegen dicke Kinder. Die dicken Kinder von Landau. Weißt du was? Wir gehen jetzt erstmal ins Bad und dann machen wir dich erstmal wieder ein bisschen zurecht. Ich habe gar kein Schminkzeug mehr. Aber ich habe noch welches. Das Zeug. Hallo? Außerdem hast du deine Handtasche. In deiner Handtasche ist mehr Schminkzeug. Hast du die mit? Weiß ich nicht. Hat Felix die mitgenommen, als er mich aus dem Kerker rausgezogen hat? Nee, wenn man seine Handtasche meistens nicht im Sessel bei sich trägt. Comlink hast du noch. Übrigens, ne? Aha, okay. Das Wegwerfcomlink. Nee, das andere, das Gute. Das Wegwerfcomlink, das ist doch geklaut worden. Oh, okay. Ja, stimmt. Ich hätte aber 2 Wegwerfcomlinks, mein Freund. Ach so. Warte, ich würfel mal den Edge. Ich hab ja keins mehr.
Hast noch beide Comics. So, weißt du, wie viel Geld so ein Avalon einbringt, wenn du das vertickst, ne? Ich könnte jetzt auch eine Niere eigentlich noch loswerden. Das würde mir auch wieder ein bisschen näher an den Pelz zurückbringen. Eher an so ein Straßenfleisch oder eher so an, weiß nicht, Evo? Ich dachte jetzt an Zenit direkt. Ach, das ist auch geil. Spenden für Brummlibär. Finde ich gut. Jojo verfrachtet dich jetzt ins Auto und fährt mit dir los. Zum Playground, da wo wir schon mal waren. Zum Dude. Genau, zum Dude und da wo wir Lasertag gespielt haben mit dem ekelhaften Typen. Ich wollte gerade sagen, ist er da auch wieder? Holst du den nicht. Wieder? Erstens, der Typ, ne? Sehr geil. Zweitens. Der ist natürlich nicht da. Und selbst wenn, es sind echt viele Leute, denn dieses Kletter-Event scheint eine gewisse Reichweite zu haben. Bei allen Freunden des Klettersports. Sie haben da im Innenhof schon größere Sachen errichtet. Das ist ja aber nicht der Ort, wo ihr... Also willst du erst klettern oder willst du erst irgendwie zum General Gandhi? Jojo stellt erstmal Billy irgendwo an einem VR-Spiel ab, damit sie ein bisschen Spaß hat und irgendwelche Leute schnetzeln kann. Ja, Billy will jetzt bestimmt sofort in die VR. Nicht? Garantiert nicht. Was denn sonst? Billy wird apathisch. Immer noch apathisch sein. Dann setzt Jojo sie in irgendeine Ecke, wo sie von niemandem gestört wird. Und zischt erstmal ab. Billy spielt mit Herbs. Das ist gut. Ist ja alles, was hier geblieben ist. Du gehst zum Büro und du machst die Tür auf und als erstes hörst du wieder einen kleinen Wutausbruch von ihm und ein Kugelhalter fliegt. Kugelhalter, was? Kugelschreiber. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. So ein Schreibgerät, Stift für das Touchpad fliegt erstmal gegen die Wand und zerbricht, also die Wand, wo immer alles dagegen fliegt, wo auch schon diverse Kaffeeflecken und so sind, also ganz normal. Vorsicht, die Kugelschreiber fliegen tief. Unterbrich mich nicht, Ale. Inzwischen auch verziert durch ein AR-Poster der gesamten Belegschaft, die dementsprechend aussieht. Damit begrüßt Jojo ihn übrigens. Ja, aber du sollst mich nicht unterbrechen. Ich habe jetzt auch mal ein Hissefit. Ich habe nämlich eigentlich Grund zu heulen, weißt du? Ich muss mir hier, während ihr was macht, aus dem Arsch leiern, wo ihr einbrechen könnt. Und dann verkackt ihr es einfach sofort, Mann. Ich bin hier der ausrasten darf. Wir verkacken's? Wir haben noch nicht mal angefangen. Wir haben gar nichts verkackt. Natürlich hat er jetzt schon verkackt. Du hast hier erstmal Billy dermaßen einen reingefahren und zerstört. Um erstmal die Freude mir am nächsten Montag zu nehmen. Ich schreibe nie wieder im Forum, was ich sage auf YouTube. Du bist so eine Muschi, das ist unglaublich. Was denn? Ich muss doch in Character sein, verdammte Scheiße. Ich finde es, ich habe, ja, wunderbar. Du hast so viel Spaß, du wirst das immer wieder tun. Immer wenn sie es anbietet. Also, was war nochmal die Begrüßung? Kugelschreiber fliegen tief. Vorsicht, die Kugelschreiber fliegen tief. Ja, ich muss ja auf deine Höhe kommen, da muss ich mich ein bisschen anstrengen. Nimm doch Platz, es gibt nur den Boden, mir doch scheißegal. Ja, hallo, hier über Bande und Rücken und was weiß ich, mach die Tür zu, setz dich auf den Boden. Oder bleib stehen. Ich mach die Tür zu und setz dich auf den Schreibtisch. Das die Leute, die einfachsten Anweisungen. So. Ich bin eine Frau, ich habe keinen Orientierungssinn. Ja, das könnte durchaus ein Problem sein. Was haben wir denn? Ah, pass auf! Ah, such dir noch Leute! Immer mal wieder, wofür denn? Also auch gern in der Kaufhalle, wenn ich mit jemandem verabredet bin oder so, was denn? Pass auf, ich hab eine Freundin, die steckt im Moment ein bisschen in der Scheiße. Nein, von welcher Scheiße reden wir denn? Wir reden von, sie braucht Geld. Irgendwie arbeiten, bla, Gedönse. Weißt du? Also einfach nur so schuldenmäßig und nicht andere Scheiße, okay. Dann quasi Sinn im Arsch, so. Ja, also doch andere Scheiße. Präzisiere, ich bin ganz gespannt. Sagen wir mal, die Sinn ist jetzt krachen gegangen. Wann denn? Vor nicht allzu langer Zeit. Wir bewegen uns in einem Zeitraum von unter einer Woche. Wenigen, ja, genau. Wir bewegen uns in einem Zeitraum von wenigen Tagen. In diesem Zeitraum ist Bewegung höchst unangenehm. Zieht immer so im Mastdarm. Dann solltest du vielleicht ein wenig
Weiß ich nicht. Nee, Abführtabletten oder sowas. Ist nicht true. Das, nee. Achso, ja klar. Was wollte ich denn? Mann, du bringst mich auf so ein Konzept. Das Ding ist, wenn du sagst, die Sinn ist im Arsch, dann ist das eher so, ja, ist halt schon irgendwie doof im Arsch oder richtig fett kaputt und da ist jetzt überall Stress und die Alarmleuchten und was weiß ich. Na, sagen wir mal, sie sollte sich wahrscheinlich bei den Bullen nicht blicken lassen, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass jetzt überall nach ihr gefahndet wird. Alles klar. Gut. Sie ist ziemlich cool in allem, was so Matrix-technisch unterwegs ist. Mit der würde ich mich da eh nochmal unterhalten müssen. Ja, jetzt erzähle nicht über irgendwelche Leute, das will ich gar nicht hören. Gut, ich dachte nur, du kannst mir jetzt sagen, wenn ich dir sage, sie kennt sich mit der Matrix aus, dass du mir sagst, oh nee, sowas können wir jetzt sowieso nicht brauchen oder jo, alles klar, kann ich mal mit dir reden und dann mehr von ihr selbst erfahren. Und soweit ich weiß, schulde ich dir was und deswegen ist es egal, was sie kann, ich finde schon was. Ach so, cool, gut, dann sind wir uns einig. Jetzt warte mal, jetzt muss ich noch kurz überlegen. Was musst du denn kurz überlegen? Ach ja, ich weiß, ja, Männer sind darin nicht so schnell. Das muss aber jetzt nicht sofort sein, ne? So schnell wie möglich. Wenn wir uns in einem Zeitraum von einer Woche bewegen, nicht vor einem Monat. Ja, ein Monat geht auch ohne, ja, passt. Ja, wie gesagt, kriegt man alles hin. Wir sind da, um zu helfen und um zu spielen. Jetzt will ich mal mit der Tote reden. Gut. Halt, sieht sie geil aus. Ja. Also kommt drauf an, was du darunter verstehst. Das ist vollkommen irrelevant. Das ist eine Frage, die wichtig ist bei der Einstellungspolitik. Es gibt ja die Männerquote, die Frauenquote, die Metaquote, die Geilheitsquote. Und die muss ja eingehalten werden. Wir sind da ein bisschen im Verzug und deswegen war das relevant. Alles klar, nee, klar, ich schick sie da rein. Schickst sie mir? Ach, du kennst sie sogar schon. Ich war mit der Lasertag spielen. Ah, die Blonde. Ja, genau, die Blonde. Mit den Schuhen. Mit den Schuhen beim Lasertag, ja, schon. Ja, dann, lass kommen jetzt hier. Alles klar. Alles klar. Sie geht raus, grinst, schmeißt was hinter sich ihm auf den Schreibtisch und, Was denn? Gummi. Von wegen Geilheitsquote. Der hat immer Kondome dabei? Jojo, ja. Sehr gut. Liebe Zuhörer, das ist Vorbereitung, das will ich sehen, das wird gebraucht und, ne? Das ist ja enorm. Safer playing. Genau, besonders, wenn du dann doch mal irgendwo einbrechen willst, weißt du, keine Gummihandschuhe dabei, nichts, aber, ne? Ist, glaube ich, zu dünn, hinterlässt, glaube ich, dann auch Finger. Ich dachte, Jojo hat immer ein Gummi dabei, falls der Spielleiter sie mal fickt. Jojo geht zu Billy. Sie sitzt an derselben Stelle, in derselben Position, nehme ich schon. Schnucki. Komm, wisch dir mal die Tränchen ab. Ich kann gar nicht mehr weinen, ich habe gar keine Flüssigkeit mehr in mir. Jojo, tupft ein bisschen. So, pass mal auf. Du kannst da jetzt mal reingehen ins Büro und dann kriegst du vermutlich einen Job. Okay? Was denn? Das wird man dann sehen, aber der Kerl sagt, er findet schon was für dich. Und er findet was Anständiges für dich. Da bin ich mir sicher. Okay. Und der ist ein Netter. Musst du keine Angst haben. Was sagst du jetzt so? Bin ich mir sicher. Okay. Danke. Ja, Billy geht mit Jojo, umgekehrt. Jojo geht mit Billy dahin und schickt sie dann rein. Können ja mal umgekehrt versuchen. Ich stelle mir das gerade so witzig vor. Es wäre eigentlich schön, Jojo Billy so reinstupst und Billy sich nochmal so umdreht und so an der Hand packt. Guck mal, damit, der ist bestimmt ganz fies zu mir. Nein. Genau. Büro ist halt, ne, Standard hier, überall ein paar Screens und so ein Gedöns und halt die Wand, die spezielle, dreht sich um auf seinem Bürostuhl. So, immer reinspaziert, Tür zu und auf den Boden setzen oder stehen bleiben, nicht an die Wand lehnen. Warum nicht an die Wand lehnen? Weiß ich nicht. Ist doch nur ein AR-Bild. Ach so. Und Kaffeeflecken. Das ist mein Standard, keine Ahnung, aber ich muss ja irgendwas sagen. Oh, naja, das ist halt so, hat sich eingebürgert. Das fragt eigentlich niemand mehr nach, deswegen. Ich habe ja nicht nachgefragt, ich habe festgestellt.
Scheiße. Was denn? Nee, das wirkt so, wirkt mir jetzt ein bisschen zickig. Setz dich einfach auf meinen Stuhl. Ich bin komm. Nicht zickig, ich bin nie zickig. Setz dich auf meinen scheiß Stuhl jetzt, komm. Danke. Ah. Voll ist, nett. Die Arschkuhle wird ein bisschen zu groß für dich sein, aber hey, das ist dann, da hat man ein bisschen Raum, um sich noch zu entwickeln, sich zu entfalten, falls du vorhast, ein bisschen zuzunehmen. Sehe ich so aus. Man kann immer vorhaben, ein bisschen zuzunehmen. Nee. Falls du doch mal auf die Idee kommst, mein Tipp ist, den Sport absetzen. Bloß nicht. Okay. Wenn du mich meinst, du hast ja auch so eine skinny Freundin und bist auch so, von daher alles klar. Also jetzt müsste ich nochmal kurz was überprüfen. Er mustert dich nochmal von oben nach unten, von unten nach oben. Yep, Geilheitsfaktor ist erfüllt. Du steckst in der Scheiße. Ich brauche einen Job. Bis Anschlag. Ja, brauche einen Job. Okay, ich habe, das hat der Kleine gerade schon mal gesagt. Wenn das, sie hat gesagt, irgendwas ist kurz her und Sinn krachen und was weiß ich, ich kann dich ohne Sinn anstellen. Das Ding ist, ich brauche, also pass auf, anders. Erstens, nicht vor einem Monat, vielleicht ein bisschen mehr. Zweitens, das Gehalt ist natürlich nicht bombastisch. Aber es ist ein Gehalt. Was heißt das? Das kommt ein bisschen drauf an, wie es gerade mit dem Budget aussieht. Das kommt ein bisschen drauf an, was du leisten kannst. Da was würde ich denn leisten? Ich weiß nicht, was machst du denn? Weiß nicht, hast du irgendwas rund um die Matrix? Auf jeden Fall. Ich meine, wir da haben einen Haufen Spiele, wir haben da immer mal. Also es gibt die ganz stupiden Sachen, die halt immer anfallen, sowas wie Patches ziehen oder auch mal selber irgendwo einen Bug rauswursten, sich um irgendwelche die Mitgliedschaften von den Kunden hier kümmern oder um irgendwelchen Scheiß da, die Buchungssoftware, das sind so die stupiden Sachen. Es gibt auch ein paar andere Sachen, je nachdem, was du dir zutraust. Ja. Ja, es gibt noch ein paar andere Sachen. Ich hab's nicht ganz jetzt im Überblick, das wird sich in dem Monat bestimmt auch noch ändern, aber es gibt halt so die stupiden Sachen, die bringen nicht so viel Kohle. Wenn du mehr kannst, kannst du auch mehr verdienen. Ist halt ganz einfach. Ich hab doch noch die Physics Engine auf dem Avalon, die ich dem Typen von Horizon mal vorgestellt hab. Ja, aber die hast du extrem in der Nacht zusammenklabustert und die war für ein Spiel. Also du hast die auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, ja. Ich kann ihm die ja mal zeigen, oder nicht? Das kannst du auf jeden Fall machen. Das mache ich doch dann mal und ich, ja. Das ist was ich mal so mir schnell mal zusammengebaut habe in einer schlaflosen Nacht. Aha, das ist eine Datei. Ich bin der Matrix-Profi, das sieht man mir an. Sagt mir nichts, ist aber nicht schlimm, kann ich das weitergeben? Für jemanden, der sich auskennt. Wird er eh nicht verstehen. Ja, das wäre natürlich schlecht. Wir brauchen schon irgendwas Kompatibles. So, ne? Ja, lässt sich bestimmt was einrichten. Pass mal auf, du siehst aus, als wärst du richtig, richtig kacke drauf, dass verständlich ist, wenn die Kacke am Dampfen ist und so weiter. Da sitzt man ja oben drauf. Wie gesagt, vor einem Monat kann ich eh nichts machen. Das heißt, wir können uns da nochmal unterhalten. Da bringe ich jemanden mit, der sich mit der Matrix auskennt. Und was halt noch der Fall ist, wenn du ohne Sinn hier arbeitest, das kann ich machen. Ich brauche aber dann eine Sekunde. Er geht raus, mach's dir bequem in der Arschkuhle. Geht's zu Jojo? Was kann die wissen? Was ist die im Sektor? Jo. Alles klar. Und die steckt in der Scheiße, aber die ist Vertrauensding sich. Ja. Du würdest dir die Haare abschneiden, wenn irgendwas total Bescheuertes passiert. Sag ihr, dass sie nichts sagen soll und dann ist gut. Okay. Mir fällt nichts anderes Dummes ein, was man noch so. Okay, alles klar. Du würdest dir die Nippel piercen lassen, wenn irgendeine Scheiße passiert dafür. Das würde ich auch so tun. Okay, dann halt der Scheiß. Du würdest deine Hand für sie ins Feuer legen. Mann, du musst mich immer in so eine Scheiße bringen, solche Kacke. Ich würde mir einen Penis anbauen lassen. Danke, und wir sind im Geschäft. Er geht rein. So, Entschuldigung. Bisschen verplant. Naja. Sonst ja nicht so. Also ich habe den Überblick. Wenn du das anzweifelst, fliegst du raus.
Habe ich mich nie angezweifelt. Siehst du? Obwohl ich nicht mal angestellt bin. Wir werden uns verstehen, ich sehe das schon. Kann ich hier eintragen als sinnlosen Arbeiter? Ich nehme an, es ist dir lieb, wenn du eh in der Scheiße steckst, dass ich mir Daten überlege, die ich dann so von dir aufnehme, denn das muss ich steuerrechtlich und so einfach machen. Ich muss ja meinen Mitarbeiter angeben, das heißt, wir werden schreiben 1,80 groß, braun, grau, gelbe Haare und Cyberaugen, die die Farbe jeden Tag wechseln, manchmal mit dem Lotto-Symbol und sowas mache ich dann halt, ne? Mhm. Ich brauche keinen wirklichen biometrischen. Ich brauche biometrischen Scheiß, ich brauche den Fingerabdruck. Werde ich natürlich nicht dahin benutzen. Das ist ja klar. Danke. Genau, und da das aber alles ein bisschen komplizierter ist, das ist halt der. Also, du kannst ja quasi schwarz arbeiten, aber es ist deswegen ein bisschen weniger Kohle, als du vielleicht sonst irgendwo kriegen würdest. Das ist klar. Und wenn ich einen Sinn hätte? Wenn du einen Sinn hättest, kannst du hier mehr kriegen, das ist klar. Mhm. Wobei ich halt auch nicht weiß, also. Ich habe auch eher immer mal so Aushilfsjobs für. Also ich weiß nicht, ob du überqualifiziert bist oder was weiß ich, aber ich habe halt so richtig feste Jobs, ist ein bisschen schwierig. So Aushilfssachen, Freelancer-mäßig, lässt sich auch alles einfacher rechtlich und überhaupt regeln. Deswegen, ja, müssen wir dann gucken, wie sich das entwickelt. Ich sag dir dann erstmal in einem Monat nochmal Bescheid. Oh, klingt das nach was? Jojo, in einem Monat Bescheid. Ich lass mir gleich deine Comlink-Nummer geben, aber was ich jetzt erwarte, verdammte Scheiße, ist, dass du aufspringst und sagst, ja! Yay! Kannst du bitte wenigstens aufstehen, das muss nicht... Komm. Achso, Moment, ja. Aufstehen. Lass ich durchgehen, kann man machen. Falls ich irgendwas vergessen habe, dann wird mir das noch einfallen. Du kannst eigentlich immer herkommen, wenn das Ding geöffnet hat. Ich müsste fast immer da sein. Natürlich, alles, was wir hier jetzt erstmal belabert haben, Fresse halten, ist ja klar. Keine Ahnung. Sowieso in deinem Sinne. Es gibt ein paar Leute, die hier Bescheid wissen. Es gibt viele, viele, viele Leute, die Mehrzahl, die hier nicht Bescheid weiß, dass sowas läuft. Das heißt, du bist über Jojo reingekommen, bla bla bla. Und genau, ich weiß, dass Vicky dich kennt, die ist zum Beispiel hier auch öfter mal als Aushilfe, jetzt erstmal nicht. Aber nach einem Monat vielleicht wieder. Das heißt, die kann ich zur Not auch irgendwo einarbeiten. Ganz wichtig, was ich immer brauche tatsächlich, abseits von Matrix, ist jemand, der im Kindergarten aushilft. Wie bist du mit Kindern? Ja. Schreiende, sabbernde Belger, die immer sich nicht beschäftigen können und die du bespaßen musst und die nervig und anstrengend sind. Klingt ja total nach mir. Nicht. Okay, also das ist was, wo ich immer was brauche. Es kann auch tatsächlich sein, selbst wenn du hier Matrix irgendwas machst, dass du mal da aushelfen musst, weil ich dann gerade niemanden habe. Und das ist halt das Feld, was immer ein bisschen spärlich ist. Hm. Okay. Ich meine, reinschnuppern ist ja nicht so schlimm. Du kriegst am Anfang musst du eh jemanden an der Seite haben, der da quasi eine Pseudo-Ausbildung hat und so weiter. Aber das kann auch zum Teil Vicky machen, die hat zumindest eine Ergotherapie-Ausbildung. Genau. Personal Details. Shit, na egal, du hältst ja eh die Fresse. Und dann würde ich sagen, wir sprechen uns auf jeden Fall nochmal, wenn es soweit ist. Bis dahin, ich kann dir nichts im Voraus geben. Du kommst erstmal über die Runden. Ja, ja. Sehr gut. Muss ja. Wenn noch irgendwas ist, dann bleiben wir in Kontakt und jetzt muss ich erstmal unbedingt runter zur Kletterwand. Ich habe da nämlich noch was am Laufen. Hast du noch eine Frage? Nee, ich denke, wir sprechen uns dann wieder in einem Monat, oder was? Ja. Hab ich dich gerade richtig fett zugelabert? War's zu viel? Nee, war's zu wenig? Ich glaube, das könnte mehr sein. Normalerweise. Mehr schaffe ich nicht. Also, ich kann... Alter, hier, pass auf, ne? Bevor wir wieder alle rumheulen. Ja, ich bin manchmal ein bisschen energischer. Ich habe auch mal einen kleinen Ausrast. Aber ich bin ein Lieber. Ich bin nicht umsonst General Gandhi, ne? Passt ja so gut. Gut, sagt mir nicht der Erste. Also, Satzbau ist auch so eine Sache. Ich muss dich dann rauswerfen aus diesem Büro. Du kannst dich natürlich hier gern bewegen in diesem gesamten Dings. Und, besuch doch gern unseren Shop. War nicht so witzig. Nicht alles klar. Nicht passend. Finde ich, ja, kann man nichts dafür. Ich muss dich rauswerfen. Wie gesagt, wir sprechen uns, wir sehen uns und bis dahin. Chagadelic. Wiedersehen. Schissen. Er geht mit dir raus und geht zur Kletterwand.
Du hörst noch, Jossel, du kleiner Pisser, jetzt bist du aber dran. Der Billy dackelt zurück zu Jojo, ne? Ja, die wird ja gleich in der Nähe sein. Ja, die flummelt da irgendwo so durch die Gegend. Na, alles klar? Ja, in einem Monat oder so. Warum kriegst du denn jetzt so zickig? Ich bin nicht zickig. Was würdest du denn machen, wenn gerade dein Leben am Arsch ist, und zwar so richtig? Die Stadt wechseln, aber das ist, glaube ich, in deinem Fall keine Option. Das war auch nicht ernst gemeint. Gott, geh bloß nicht weg. So. Aber in einem Monat, ja, das hat er mir auch schon gesagt. Ja. Aber im Monat kommst du ja locker über die Runden. Naja, komm. Ich bitte dich. Was denn? Ich hab von dem mehr. Geld, was sie dir da. Komm, von dem Geld, was sie dir da gegeben hat, lebe ich 4 Monate. Das geht. Soweit ich weiß, weiß noch nicht, wie viel es ist. Hat sie ihr das nicht gesagt? Wenn sie ihr das nicht gesagt hat, dann nehme ich alles zurück. Ich weiß jetzt nicht mehr, echt nicht mehr, ob wir das abgesprochen haben. Also du hast es nicht explizit gesagt und okay, ich, dann deswegen bin ich davon ausgegangen. Dann streich den Satz. Einen Monat kommst du auf jeden Fall über die Runden, so viel kann ich dir auf jeden Fall geben, das ist kein Ding. Oder ja. Du wohnst erstmal bei mir oder, weiß nicht, willst du lieber eine eigene Wohnung? Sollen wir dir eine eigene Wohnung besorgen, vielleicht in der Nähe? Oder willst du erstmal bei mir bleiben oder was ist dir lieber? Ich kann ja bei dir duschen und bleib so lange im Bums-Bulli. Na, pass auf. Entweder du pennst bei mir oder wir besorgen dir eine Wohnung. Aber du musst auf jeden Fall nicht im Bums-Bulli schlafen. Ja doch, vielleicht gehe ich auch einfach zu Walli oder so. Ich weiß es noch nicht. Na, das wäre halt wichtig zu wissen, weil dann kann ich dir nämlich vielleicht helfen, dir entweder eine Bleibe zu suchen oder wie auch immer, weißt du? Und das wäre besser, wenn wir das früher als später machen. Also wie gesagt, du kannst so lange bleiben, bei mir bleiben, wie du möchtest. Ich muss es nur wissen. Verstehst du? Ich weiß es gerade noch nicht. Ich glaube, ich bleib mal eine Nacht und dann werde ich sehen. Naja, also ich sag mal so, ich kenne noch ein paar Leute und wir können dir bestimmt eine Wohnung besorgen. Also daran wird es nicht scheitern. Ja. Und die Kohle dafür bringen wir auch auf. Das ist auch kein Ding. Wie? Was denn? Eins wird dir hoffentlich in jeder Sekunde dieses Gesprächs absolut bewusst sein, ne? Na? Die Leute, die du kennst, die Wohnung verschaffen können, wo ein Bulle mit 90%iger Wahrscheinlichkeit sich nicht hinverirrt und Ben sagt, dein Auto steht im Parkverbot. Ich habe überhaupt kein Auto. Dein Auto steht im Parkverbot. Ich glaube, hier werden mal 40 Nuyen fällig. Also solche Leute und solche Gegenden, das ist mit Billy aber nicht unbedingt kompatibel, ne? Ja, weißt das ist du. Mir durchaus bewusst, aber Jojo gut. Kennt niemand anderen. Und ich bei sich zu Hause das ist nur. Das auch immer so eine Sache, weil einfach Jojo auch nicht 24/7 da ist, sondern die auch viel unterwegs ist. Ich sag das nur, ne? Ich will kein Geheul, weil ich euch was nicht gesagt hab. Wer heult denn hier die ganze Zeit? Ich bin das. Ach, bitte doch. Das ist die Stimme so. Aus dem Off. Auf jeden Fall sind das so die Möglichkeiten, die ich dir jetzt geben kann. Und ich hab gerade gesagt, ich kann dir jetzt noch keine Antwort drauf geben. Dann gehen wir jetzt erstmal zu mir und du kannst erstmal danach drüber schlafen und dann überlegen wir morgen, was du machst. Genau. Oder was wir mit dir machen. Ja. Oder was wir machen. Was wir machen. Gut. Na, ha, siehst du, zur Not. Also ich sag mal so, ich habe die Kohle zusammen, um zumindest 2, naja gut, das sind halt nicht so besonders tolle Sins, aber zumindest 2, naja, Sins, mit denen man erstmal was machen kann, für uns zu beschaffen, wenn du willst. Was kriege ich denn mit 7,5k für eine Sin? Mit 7,5k kriegst du schon eine recht ordentliche. Also zumindest eine, mit der du in einem B-Gebiet über die Runden kommst. Wenn es jetzt nicht so ein super gutes B-Gebiet ist. Aber dann sind 7,5k futsch. Naja, also ich sag mal, es geht auch eine Sinn, die halt ein bisschen billiger ist. Das ist so eine, die ich vorher hatte. Damit ist es halt in einem B-Gebiet schwierig, aber in einem C-Gebiet kommst du halt ganz gut aus. Ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, muss ich jetzt erstmal einen Monat wegbleiben von sämtlichen Bullenkontrollen. Ja, das bedeutet, es ist sinnvoller für dich, jetzt erstmal in den C-Gebieten rumzugeistern. Oder bei jemandem, der halt auf dich aufpassen kann. Macht mal bitte bei den Edge-Wurf. Gott, ich hab ja nicht genug gewürfelt heute. Das war eigentlich okay.
2. Ach Mann, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Copy and paste for the win. Zeig mir deinen Patzer. Das ist zumindest null, das sind zumindest null Erfolge. Wie geht denn das, dass du immer Scheiße würfelst? Na, am Anfang des Abends, als es um nichts ging, nämlich bei meinem Selbstbeherrschungswurf, ob ich dir einen Schnurrbart male oder nicht, hatte ich 4 Erfolge. Und du hast es trotzdem getan. Ja, richtig. Und ich habe es trotzdem getan. Das ist halt mein Ding. Wenn es um überhaupt nichts geht und nur völlig sinnlos ist, dann würfel ich hervorragend. Und das ist aber leider eine sehr falsche Wahrnehmung. Du hast nämlich zum Teil auch sehr gute Würfe, aber das ist völlig irrelevant. Manchmal ja. Du fährst. Okay, wir machen das folgendermaßen. Und wir kommen in eine Polizeikontrolle, oder was? Ganz recht. Arschkind! Kommt in der Polizeikontrolle. Arschkind! Es steigen 2 Bullen aus. Das ist wieder die C-Gebiet-Bullen. Das sind die guten Bullen mit Panzerwässer, ohrenharte Schrotflinte schon in der Hand. Aber das sind die bestechlichen Bullen. Hat die Schrotflinte schon in der Hand und der andere geht ums Auto rum. Die Scheiben sind selbst, also 2070 sind, 80 sind alle Scheiben eigentlich verdunkelt. Das macht man so. Schon weil sich da innen die AR besser einblenden lässt und so ein Gedöns. Der geht ums Auto rum. Der Typ mit der Schrotflinte klopft mal sanft gegen das Fahrerfenster. Der Typ hinten packt seinen Knüppel aus. Und ich meine nicht seinen Penis. Warum denn typ, nicht? Ich weiß nicht. Der Typ vorn beugt sich so rein, grinst Billy dümmlich an. So richtig dümmlich, wie so eine Schweinshaxe, die du in den Gesicht drückst. Bäh. Er stinkt richtig gut nach Pfefferminzlikör. Und zwar so krass, also Pfefferminzlikör und Schweiß. Zusammen mit einem Aftershave, wo man das Wort After betonen sollte. Du meinst, das ist einer von den Typen, bei denen sogar Jojo schlecht wird? Das ist ein Typ, der, der hat einen Anti-Metabolismus-Filter. Alles klar. Der beugt sich rein, grinst ein also... Ein Metabolismus-Katalysator, bitte. Genau. Oh, das klingt so schön, ein Metabolismus-Katalysator. Das gefällt mir. Jetzt auch für Trolle. Kannst du die direkt als biochemische Waffe über einem anderen Land abwerfen. Siehst du, das ist dann mal wirklich, wenn die Elfe dann auf der Bühne steht und nicht nur rülpst, sondern auch gleichzeitig die ersten 4 Reihen kippen um. So, also der beugt sich rein, grinst, wie gesagt, Billy an, guckt dann zur Fahrerin. Scheiße. Ah, wie alt sind wir denn? Alt genug, um Auto zu fahren? Ja, klar. Ihr Rücklicht ist kaputt. Oh, Mist. Das ist, würde ich sagen... Dann steigen sie da erstmal beide aus, würde ich sagen. Juhu steigt aus. Mhm. So, super. Jetzt machen wir doch erstmal den Kofferraum auf die Damen. Mit welchem Auto sind wir eigentlich? Ah, mit Julius Wagen, ne? Mhm. Okay. Ach, da ist auch nicht die Pumpgun drin. Da ist sowas von die Pumpgun drin. Willst du mir jetzt auch noch mal die Schroti wegnehmen, oder was? Billy legt sich schon mal auf die Motorhaube und legt die Arme auf den Rücken. Jojo, die Hose runter. Also, eins ist Fakt. Jojo wird, wenn sie irgendwo hinfährt, die Schrotflinte nicht einfach hinten auf den Sitzen haben. Die wird die schon irgendwo versteckt haben. Ich gebe dir jetzt die Gelegenheit, Geschick und Verkleiden zu würfeln. Oh, warte. Oh Gott, nein. Bitte, du meinst, bitte verkack. Bitte verkackst. Ey, warum das denn? Bist du ein Affe? Bitte verkackst, einfach nur damit ihr Arme. Damit ihr euch beide nicht mitnehmt. Nicht meine Schrote. Kannst mir alles wegnehmen, aber die Schrote nicht. Kannst auch den Bullen gern abknallen und seine nehmen, huh? Wie wäre denn das? Ja, das überlege ich gerade. Es wird Trommelwirbel, haben wir noch keinen, ne? 3 Erfolge, mein Freund. Nicht schlecht. Fick dich. Was hast du so im Kofferraum? Im Kofferraum. Fastfood. Essen. Ja, der Typ ohne Schrotflinte nimmt sich erstmal das Fastfood, nimmt sich einen Burger raus. Moment, solche Sachen kommen bestimmt öfter vor, oder? Das heißt, es ist immer gut, irgendwas im Kofferraum zu haben, womit man die Bullen ein bisschen anfixen kann, damit die einen dann in Ruhe lassen und da einen Aufhänger haben, da irgendwie ein bisschen Rambazamba zu machen, dann steckt man den Kohle zu und dann ist gut. Hattest du nicht vor kurzem mal 10 Gutscheine für Staffershack-Burger im Klo gefunden?
Das kommt drauf an, Flummi. Okay. Kommt auf die Bullen an, hm? Ja, also lass mich doch mal ganz entspannt chillen hier. Der Typ nimmt sich erstmal den Burger von dir und sagt, nicht mal mehr warm. Ja, Kollege, tja. So, also, was haben wir denn hier noch? Eine Decke, einen Ersatzreifen. Haben wir da was drunter? Kleiner Scherz. Haben wir da was drunter? Ich überlege gerade, was sie unter dem Ersatzreifen hat. Das geht deine Schrotflinte. Echt? ich überlege gerade, wie handhabt man sowas gewöhnlich bei den Bullen? Unterschiedlich. Unterschiedlich. Guck mal, wie suffisant dieser Tonfall ist. Chill doch mal deinen Kecker. Ich chill voll meinen Kecker. Was antwortest du denn? Naja. Aber ist die Mahngebühr für das kaputte Rücklicht nicht viel interessanter? Oh, die Leute immer, ne? Oh ja, ganz gekonnt ablenken. Haben wir denn was unter dem Ersatzreifen? Nichts Spannendes? Oh, hast du das gehört, Kollege? Kein Wagenheber, kein Werkzeug, das aber... Haben wir wenigstens das Automedikit drin, ja? Klar. Kann ich das mal sehen? Sie zeigt ihm das Automedikit. Macht es auf, nimmt sich Schmerzmittel raus. Gut. Ist aber nicht anständig aufgefüllt. Notierst du das alles mit? Der Typ beißt gerade in den Burger. Aber Schiffer, das wird ganz schön voll. Oh, da sehe ich auch ganz schwere Zeiten. So, Reifendruck. Er tritt gegen den Reifen. Noch so ein Ding. Mann. Ich hab's echt versäumt, wieder zur Werkstatt zu fahren. Ja, das ist... Und da fühlen sich jetzt auch noch... Also, ich hätte gern mal jetzt ein wenig... Schlechtes Gewissen? Aha. Sie guckt reumütig. Aha, was mit Ihnen? Haben Sie gewusst, dass die Fahrerin das nicht ordentlich wartet? Nee. Dann, müssen Sie mal besser gucken, mit wem Sie hier fahren. Sie sehen ja aus wie eine anständige junge Dame. Also, das geht nicht. Müssen sich besser informieren. Da müssen Sie auch mal ein Auge drauf haben. Gerade bei den kleinen Hupfdohlen hier, die mir denken, naja, so, was haben wir denn dann noch? Ich würde es ja gern mal pusten lassen. Da muss ich aber zurück zum Auto. Ich rieche aber und Sie haben getrunken. Wer jetzt? Ich oder Sie? Nee, die Fahrerin natürlich. Das naja, sieht... Geburtstag und so. Aha. Uneinsichtig versucht, sich zu rechtfertigen. Also ich verstehe das immer nicht. Guck mal doch noch mal kurz vorn. Machen Sie doch mal die Motorhaube auf jetzt. Mhm. Haben Sie denn zuletzt den Ölwechsel gemacht? Naja, bei meinem letzten Werkstattbesuch. Aha, wann war der denn? Naja, schon ein bisschen her. So, da kommen wir jetzt mal alle vor die Motorhaube getreten. Jetzt machen Sie doch mal, prüfen Sie doch mal den Ölstand jetzt bitte. Es geht natürlich eigentlich mit Sensorik, die zeigt dir auch an, dass da alles easy ist. Aber falls die ausfällt, hast du halt noch das alte, gewöhnliche, ne, Dingensklöchen. Ja, das kann Jojo sogar noch. Den Ölstab, ja. Ja, du machst es halt, ne? Ja. Ja, Mensch, da kennt sich wenigstens jemand einigermaßen aus. Das ist ja ganz erstaunlich. So, alles klar. Also so wie das aussieht... Müssten wir jetzt eigentlich noch eine Überprüfung machen, Personalien und so. Ich meine, mit der Zustand des Autos ist ja wirklich ganz erbärmlich und getrunken. Da müssten wir sie eigentlich jetzt pusten lassen, vielleicht mitnehmen. Nun ist aber unser Auto so eng, ja? Und wir haben jetzt den Rücksitz voller Soyfood. Der Typ hat gerade dein Essen da hinten rein und deine Autodecke. Mhm. Da ist so eine große Decke, das ist natürlich unangenehm. Da würde ich sagen, ich verwarne Sie heute nochmal, ich schreibe Ihnen kurz einen Wisch, warten Sie mal. Er packt deine Hand und schreibt mit einem Edding da drauf 70 Nuyen und das Outgeben, das ist Lebensstil. Gut. So, da würde ich sagen, machen wir das am besten so, eine Verwarnung hier, warte, das muss noch amtsgerecht sein. Er malt sich seinen Daumen mit Edding an und drückt dir quasi einen Stempel drauf.
Ich mag den Bullen. So, und dann wären wir ja auch durch, wenn sie kurz vielleicht nochmal den Credstick rüberreichen würden. Also überweisen, gern auch. Ja, Jojo gibt ihm die Kohle. Ich glaube, die gibt ihm sogar einen Zehner mehr. Das passt schon. Fürs nächste Mal. Versuchen Sie mich zu bestechen? Um Gottes Willen! Bestechungsversuch. Der andere Typ hat jetzt die Hand an der Pistole, grinst, aber süffisanter, als ich es je könnte. Mhm. Bestechungsversuch. Mann, da wären wohl nochmal 25 Millionen extra fällig. Ah, gut. Beim nächsten Mal ist sie nicht mehr nett. Na, beim nächsten Mal will da einer dann mehr, der will dann Trinkgeld, weißt du? Das ist immer das, was du gerade nicht tust. Naja, wahrscheinlich. Mhm. Gut, dann kriegst du da nochmal ein bisschen was extra. Alles klar, gut, dann würde ich sagen, fahren Sie doch bald mal in die Werkstatt. Ihnen würde ich raten, fahren Sie nicht mit solchen Leuten, die hat bestimmt noch Drogen im Gepäck, können froh sein, dass unsere Chemsnifer gerade ausgefallen ist. Das wollen Sie ja nicht, sind eine gescheite junge Frau. Und dann würde ich sagen, ich wünsche eine gute Weiterfahrt. Passen Sie ein bisschen auf wegen Ihrem Rücklicht. Und dann geht das auch. Ach, es geht jetzt wieder an. Haben Sie aber Glück gehabt. Oh, Mensch. Gut, dann schönen Tag noch. Ich wünsche auch einen sehr schönen Tag. Dann Jojo steigen Sie ins Auto und fahren zu einer Oma, die gerade voll beladen mit Einkaufstüten ist, um ihr zu erklären, dass sie gerade nicht die Ampel benutzt hat, die 30 Meter weiter ist, was rechtswidrig ist. Das muss ja auch, ist ja Freund und Helfer. Gut, Jojo fährt. Gut, ihr kommt an. Mensch, da hast du ja aber beides Charakter heute aber so richtig einen eingefahren, ey. Naja, sagen wir es mal so, ich habe 95 Nuyen verloren und du 60.000. Bei dir ist es Lebensstil, Flummi. Du bezahlst die 25 stimmt. Extra. Ja, gut. Heidewitzka. Wir hatten noch nie eine Polizeikontrolle, deswegen wollte ich hier heute mal machen, wo ihr vielleicht ein bisschen Schiss in der Buchs hattet. Doch, wir hatten schon, aber ist egal. Wenn der Bulle noch mehr zu Jojo gesagt, zu Billy gesagt hätte, dann wäre ich, glaube ich, ausgetickt jetzt gerade. Geil. Moment, die Bullen kommen zurück, ne? mich würde aber schon interessieren, was dann passiert wäre. Nee, das nicht, glaube ich. Dann wäre die Nahkämpferin rausgebrochen. Rampage! Exotische Nahkampfwaffe Stöckelschuh. Die ist gar nicht so exotisch. Ja, ihr kommt an. So, Schnucki. Aussteigen, Fahrt vorbei. Hm. Du legst jetzt erstmal schlafen, oder? Sicher. Wenn ich kann. Na komm. Jojo, ganz schnell eine Möglichkeit, Billy den Schlaf zu verwehren. Hm? Ja, du legst dich schlafen. Ich lege Billy schlafen. Oh. Jojo baut Modell, bis Billy irgendwann wieder wach wird. Und macht noch andere Dinge. Alles klar. Jobtechnische Dinge und alles Mögliche. Darf ich dich daran erinnern, dass immer mal wieder ein bisschen Spam reinkommt, ne? Spam? Spam ist von Sonja Pavlov Spam. Das ist doch noch hin. Es sind noch 3 Tage. Kannst du es bitte nochmal versuchen? Einmal noch. Nein, jetzt will ich nicht mehr. Ah, da warst du. Aha. Ja. Ja, ich werde immer besser. Sehr schön. Kennt ihr das eigentlich, wenn ihr Rollenspiel spielt und ihr habt einen Charakter und ihr denkt eigentlich, dass euch nichts erschüttern kann, dass der Charakter Gott sogar sterben kann und euch das überhaupt nichts ausmachen wird? Und dann kommt ihr in eine Situation, wo was passiert, an dem ihr sogar gar nicht so unbeteiligt seid und ihr dann auf einmal denkt, Alter, ey, pisst mich total an, der Scheiß.
Ich möchte hier an der Stelle eine Lanze brechen, an der Stelle, und kein Outro, also im Outro spreche ich schon, aber ich meine natürlich, dass ich nicht die Creative Commons License einsprechen werde oder so, aber trotzdem an der Stelle möchte ich eine Lanze für unseren Spielleiter brechen, der das Leben doch recht schwer hat mit uns. Und aus diesem Grund widme ich dieses Outro unserem Trolli, unserer Trollballerina, dem Guten, der doch manchmal echt schwer mit uns hat, weil wir uns immer gegen ihn verbrüdern und verschwestern oder verschwestern und verbrüdern und er immer gegen uns ankämpfen muss. Und ich muss zugeben, ich bin nicht nur als Billy eine Zicke, ich bin auch im Real Life eine Zicke. Das wollte ich ins Auto packen und unsere lieben Zuhörer dran teilhaben lassen. Also wenn euch mal wieder was auf die Nerven geht in eurer Spielrunde und irgendwas passiert ist, was total nicht in euren Kram passt und euch total anpisst, dann denkt an Billy. Die hat's schwer erwischt und die muss sich jetzt aus der Scheiße rauskämpfen. In diesem Sinne, denke ich, schließe ich die Folge ab, beziehungsweise die Session. Wünsche euch alles Liebe und alles Gute. Grüße unsere ganzen Subscriber und unsere beiden Hardcore-Poster auf unserer WordPress-Seite, den Trollstrolch und ausnahmsweise nicht Ladies First, die Snowcat, die auch mittlerweile bei der NSA gut verzeichnet worden sind. Ihr wisst, worum es geht, wenn ihr bei uns auf der Seite lest. Außerdem muss ich darauf hinweisen, dass die White Russians unter der Common Creative License Attribution 3.0 laufen. Das wird quasi so vorgegeben, weil wir Stücke aus der Palette der Kremlkrauts benutzen. Also Ivan Ivanovich und die Kremlkrauts machen bei uns die Intro- und Outro-Music. Machen sie nicht freiwillig, trotzdem benutzen wir sie, was hervorragend ist. Und wir müssen darauf hinweisen, außerdem, dass die Tops Incorporated alle Rechte an Shadowrun hat, in Deutschland vertreten durch den Pegasus Verlag.